Ja, los, beeil dich, der Unterricht geht gleich los. Die erste Stunde fängt gleich an, wir sind sonst zu spät. Ich gehe aber heute nicht in den Unterricht. Wieso lass denn mich in nicht? Ruhe. Julian, junger Mann, das ist das Mädchenklo, ja, wo du gerade warst. Weiß, das aber Jungklo Mia, ist daneben. Ja, Mia kommt nicht raus, ich muss nicht auf Klo. Sie kommt nicht raus, ich weiß so nicht denn wieso. Ich weiß es einfach nicht. Sie blockiert schon die ganze Zeit die Toilette, seitdem sie anscheinend da ist. Ich habe sie heute Morgen noch nicht mal gesehen, sondern ich habe sie einfach nur ein bisschen schreien hören in der Toilette. Das war's. Oh, oh, aus dem Weg. Ich muss noch schnell aufs Klo, bevor die Stunde losgeht. Du auch, Sarah? Ich muss auch ganz dringend. Ich glaube, ich hatte ein bisschen zu viel Kakao. Beeil dich. Na, dann wünsche ich euch beiden viel Spaß. Die Toilette ist besetzt und ich glaube auch den ganzen Tag. Oh nein, was denn? Hey, da, hey du da drin, mach mal auf. Hier ist besetzt den ganzen Tag. Ich komme hier nicht mehr raus. Hm? Mia, ist alles in Ordnung da drin? Ist irgendwas passiert? Ich meine, brauchst du Hilfe oder so? Was ist denn los? Ich weiß auch nicht, was da mit dir los ist. Julian, meinst du mit Mia stimmt irgendwas nicht? Also so habe ich sie noch nie erwischt. Meinst du, irgendjemand hat sie geärgert? Ich weiß es nicht, aber wenn die jemand geärgert hat, dann kriegt das mit mir zu tun. Mm, oh, 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 ich glaube, jetzt bekommt Mia ein bisschen Ärger. Also ich muss auch noch auf die Toilette. Ich muss auch noch aufs Klo. Mit dem Unterricht. Mädels, tut mir leid, aber die Toilette hier ist besetzt. Ich weiß auch nicht, was mit Mia los ist. Vielleicht braucht sie einen Arzt, vielleicht ist sie krank oder so. Ja, stimmt, Frau Schillich hat vielleicht recht. Vielleicht ist sie einfach nur ein bisschen krank. Kann ja sein und möchte es halt nicht sagen. So, also, die Toilette ist jetzt frei. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf das Jungsklo. Nein, wie das stinkt. Hier geht keiner von uns rein. Boah, Alter, was ist das denn? Der Duft kommt ja bis hierhin. Oh, was für ein Geruch. Geht jetzt mal alle weg. Ich komme hier heute nicht mehr raus. Ihr braucht nicht auf mich warten. Mia, könntest du bitte rauskommen oder mir zumindest sagen, was los ist? Sonst rufe ich deine Eltern an. Bitte, was ist denn nun los? Ja, ja, ich komme jetzt schon raus. Ja, gut, schaut mich an. Seht, wie ich aussehe. Hm, wollt ihr mich auslachen? Hä, warum denn auslachen? Weil du so lange auf Klo gebraucht hast oder was? Kannst du dich vielleicht nächstes Mal beeilen? Mia, du hast, glaube ich, deine Schultasche hier vergessen, aber ich bringe sie dir gleich mit. Ich muss erstmal ganz schnell aufs Klo. Mann, muss ich dringend. Ich weiß gar nicht, was mit ihr heute los ist. Hey, Leute, ja, ich bin jetzt auch da. Guten Morgen. Guten ja, Morgen. Ich bin's, Mia. Ich weiß, ihr hättet mich nicht erkannt. Wieso denn nicht erkannt? Verstehe nicht. Mia, was ist denn los? Also ist irgendwas passiert? Warum hast du dich aufs Klo eingesperrt? Ich meine, hat dich jemand geärgert? Dann kommst du mit mir zu tun. Oder hat jemand deine Sachen geklaut? Also das wäre auch ziemlich fies. Ist dir in der Schule wohl öfters passiert? Oh ja, also wenn das passiert ist, dann gibt's so richtig Ärger. Weißt du was, ich wäre sogar bereit, zu Herrn Schillig zu gehen und zu petzen. Heute spiele ich auch die Petze. Nein, das ist es doch gar nicht. Schaut mich doch mal an, wie ich aussehe. Okay, ich gucke und sehe... Oh, wobei, Steve, das Oberteil, oder? Ja, stimmt, das ist ja jetzt noch kürzer. Ja, okay, wird ja jetzt auch wärmer, verstehe ich. Cooler Look. Wie, was? Ist euch gar nicht aufgefallen, dass meine Haare jetzt ganz kurz sind? Dass ich sehe einfach schrecklich aus. Das gefällt mir nicht. Ach so, das meinst du? Ja, die sind ein bisschen kürzer, aber die wachsen doch ganz schnell wieder nach. Weißt du doch, ist bei uns nicht anders, oder Steve? Ja, ja, also ich finde, es sieht aus wie immer. Halt ein bisschen kürzer, aber das fällt doch keinem auf. Oh, danke, ihr seid wirklich die besten Freunde, die ja, man sich noch wünschen kann. Jetzt bin ich nicht mehr so glücklich, unglücklich damit. Mia, hat sich das jetzt eigentlich geklärt? Also ist alles in Ordnung bei dir oder ist noch irgendwas? Nein, nein, alles ist in Ordnung. Julian und Steve haben mir schon geholfen, alles gut. Ach, prima, das freut mich. Und mal so nebenbei, tolle Frisur, Mia. Gefällt mir richtig gut. Ich finde es klasse, wenn Mädchen auch mal kurze Haare tragen. Und jetzt alle in den Unterricht. Es hat geklingelt und ich würde auch gerne die Elternteile bitten, den Schulhof jetzt zu verlassen. Damit meine ich auch Sie vor allem. Ach so, Sie meinen mich? Also nein, ich bin keine Elternteil. Ich wollte mich hier bewerben. Bewerben? Ach, Sie sind auch eine Lehrerin. Ach, das ist ja super. Ich bin eine schwangere Lehrerin und Sie anscheinend auch. Ach so, es ist Ihnen direkt aufgefallen. Ja, super. Also ich bin auf der Suche nach einem Job. Ich bin Mathe- und Deutschlehrerin. Also so wie es aussieht, also soweit ich weiß, sucht mir keine neuen Lehrkräfte. Aber naja, ich kann Sie ja gerne mal beim Schuldirektor vorstellen. Ich meine, Sie in Ihrer Lage auch. Ach, das ist so nett von Ihnen. Also ich bin ja schwanger, wie Sie sehen. Also ich bin schwanger und ich habe sehr schwer in letzter Zeit. Oh Mann, das habe ich ja selten gesehen. Du, Steve, meinst du, die vergleichen jetzt deren Bäuche so ein bisschen? Welcher größer ist und welcher kleiner? Also ich bin schon im 7. Monat. Ach, das ist ja fabelhaft. Also ich bin erst im 4. Monat. Im 4. hätte ich gar nicht gedacht. Ihr Bauch ist wirklich riesig. Also ich muss dir sagen, beide Bäuche sind ziemlich riesig. So XXL-Bäuche. Steve, das habe ich gehört. Und Wuppi. Kinder, jetzt alle ab in den Unterricht. Und Sie können mal mit mir mitkommen. Ich stelle Ihnen den Schuldirektor vor. Oh, das ist wirklich sehr, sehr nett von Ihnen. Ich bin übrigens Marion. Oh, Leute, ich glaube, wir kriegen eine neue Lehrerin. Naja, wahrscheinlich nicht wir, wahrscheinlich eine andere Klasse. Ab in den Unterricht. Hallo Max, ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Ach, ich sehe schon, mal wieder eine neue Mutter, die sich wieder bei mir beschweren möchte. Na, welche Note hat denn diesmal ihr Kind verdient?
ich bin noch nicht Mutter. Ich bin Marion Montag und Lehrerin. Oh, eine Kollegin. Und an welcher Schule sind Sie, wenn ich fragen darf? Also, ich bin noch an keiner Schule bisher. Ach so, okay. Ich würde mich sehr gerne hier bewerben. Oh ja, also momentan suchen wir keine Lehrkräfte. Vielleicht nach dem Sommer. Max, das kannst du doch nicht machen. Du kannst sie doch jetzt nicht einfach wegschicken. Ich meine, sie ist schwanger, genauso wie ich. Oh, ja, und? Heißt das jetzt etwa, ich muss jeder schwangeren Frau hier einen Job geben? Also, ich verstehe das nicht. Ja, sie ist schwanger, schön und gut, aber das geht halt einfach nicht. Das Budget lässt es nicht zu. Ach, ja, ich verstehe schon. Also, ich habe dafür Verständnis. Wahrscheinlich wird man mich nirgendwo einstellen, weil ich ja schwanger bin. Max! Ja, bleiben Sie hier, Frau Montag. Bitte bleiben Sie hier. Wir finden schon eine Lösung. Naja, selbstverständlich finden wir eine Lösung. Sie könnten doch Vertretungslehrerin bei uns werden. Ach so, das hast du jetzt... Ja, das ist klar. Hm, genau. Ja, wie Sie meine Frau gehört haben, die auch Lehrerin hier ist, können Sie anscheinend als Vertretungslehrerin hier anfangen. Vielleicht auf Probe erstmal. Sie können ja bei meiner Frau hier ihr Praktikum machen. Ach, das ist wirklich so nett von Ihnen. Damit machen Sie einer schwangeren Frau eine wirklich große Überraschung. Danke. Ja, kein Problem. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Überraschung nicht von mir kommt. Anna, übernimmst du dann, Schatz? Naja, selbstverständlich. Wir halten noch zusammen. Na, dann würde ich sagen, dass wir ja zwei schwangere Lehrerinnen hier bei uns in der Grundschule haben. Naja, das wird ein Spaß in ein paar Monaten. Wie, es gibt noch eine schwangere Frau? Ach ja, ja, ich bin die zweite. Ja, ja, genau. Na gut, dann kommen Sie mal mit. Ich bringe Sie in meine Klasse. Da können Sie ja schon mal die erste Stunde machen, hm? Also, guten Morgen, Kinder. Ich möchte euch gerne Frau Montag vorstellen. Sie ist hier zukünftig Vertretungslehrerin und macht heute mal den ersten Unterrichtstest mit euch. Hallöchen, Frau Montag. Ich bin der Klassensprecher Julian Vogel. Bei allen Fragen wenden Sie sich bitte an mich. Ist das jetzt normal, dass jetzt jeder Schüler mich willkommen heißt? Nein, ist es nicht. Julian, kannst du dich bitte hinsetzen und mach dich nicht immer so wichtig. Ja, ist ja gut. Ich wollte doch nur nett sein und gucken, ob die Lehrerin nett ist. Aber ich habe noch nichts herausgefunden. Und was wird's bei Ihnen? Ein Junge oder ein Mädchen? Oh, das war ja klar. Jetzt keine Fragen über das Baby. Jetzt haben wir zwei Babys. Super, danke. Also, wir wissen es noch nicht, aber... Ach so, du meinst Frau Montag. Also, bei uns, naja, ich weiß es nicht. Vielleicht ein Junge? Oh Mann, müssen wir jetzt hier die ganze Zeit über Schwangerschaft und Babys reden? Ich habe keine Lust darauf. Das erste Mal, dass ich mir Mathe wünsche. Oh. Und wissen Sie das jetzt? Was wird es denn jetzt bei Ihnen? Ich will es unbedingt wissen. Was wird was? Also, ich verstehe irgendwie die Frage nicht ganz. Ich meine das Baby, was in Ihrem Bauch ist. Sie sind doch schwanger. Wird es jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Junge, Mädchen, beides, ja, beides, ganz genau. Zwillinge? Das ist ja super, oh toll, zwei Babys. Ich habe mir auch immer Zwillinge gewünscht, aber bei mir wird's nur eins. Zwillinge, ja, genau, also können wir jetzt mit dem Unterricht starten? Ach ja, selbstverständlich, Mann, habe ich mich ablenken lassen. Die Klasse gehört Ihnen, viel Spaß. Also gut, wir wollen dann mit Mathe starten und nicht mehr über Babys reden, okay? Was ich Sie jetzt nochmal kurz fragen wollte, haben Sie schon einen Kinderwagen und wo ist der denn her? Ich suche noch einen. Kinderwagen? Also Kinder dürfen doch noch keinen Führerschein haben. Ach so, ja, Sie meinen einen zum Schieben. Keine Ahnung. Na gut, dann reden wir vielleicht einfach nach dem Unterricht darüber. Kinder, ich setz mich da hinten hin. Frau Montag macht jetzt den Unterricht mit euch. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, was für ein Matheunterricht Frau Montag machen wird und ob sie überhaupt nett ist. Wahrscheinlich ist das voll die fiese Lehrerin wieder. Also, liebe Kinder, eure Lehrerin hat's schon gesagt. Ich bin Frau Montag und ich werde mit euch Matheunterricht machen. Und wir starten mit Bruchrechnung. Frau Montag, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber das ist die erste Klasse. Die haben noch gar keine Bruchrechnung gelernt. Ach ja, wusste ich natürlich. Also ja, als Lehrerin weiß man das ja. Es war nur ein Test. Ich wollte nur mal schauen, wie Sie reagieren. Na gut, dann legen Sie los. Ich schaue dann mal in der Zeit vielleicht, welchen Kinderwagen ich mir aussuche. Und ich schaue für Sie direkt auch mit. Ah ja, ja, also die redet ja wirklich in einer Tour nur über Babys und Schwangerschaft. Also ich sage es sehr ungern, aber können wir jetzt endlich mal mit dem Matheunterricht starten? Oh Mann. Und Leute, was sagt ihr zur neuen Lehrerin, Frau Montag? Also ich fand sie gar nicht so schlecht. Ja, ich fand die auch total nett. Ja, die hat mir auch neue Sachen beigebracht. Also ich finde sie auch ziemlich gut. Ich hoffe, die bleibt länger. Oh, das hoffe ich auch. Aber ich will Frau Chillig behalten, aber vielleicht kriegen wir sie ja in Deutsch oder in Lesen und Schreiben. Dann ist Frau Diva weg. Ich mag sie zwar, aber immer diese Sachen mit Beauty und so, nicht mein Ding. Also ich finde, das haben sie ganz, ganz klasse gemacht. Wirklich für die erste Unterrichtsstunde super. Danke. Also, verstehe ich das richtig? Wird das etwas mit dem Lehrerjob hier? Also jemand, der so toll unterrichten kann wie Sie, natürlich. Ich meine, Sie sind eine geborene Lehrerin und außerdem, Sie sind ja auch schwanger. Das ist noch ein zusätzlicher Bonus. Okay, Leute, also wie wär's, wenn wir jetzt nach der Schule noch ein bisschen zum Spielplatz gehen? Hä? Ich will noch nicht nach Hause. Ach, hi, Julian, ich hol dich heute ab von der Schule. Wir haben ein bisschen was vor, also wir müssen uns beeilen. Tut mir leid, Mama, aber ich kann nicht. Wir wollen mit unseren Freunden hier auf dem Spielplatz. Das ist halt wichtiger. Musst du alleine erledigen.
Julian, das kommt nicht in Frage. Du drückst dich schon ganz schön lange davor. Du brauchst dringend neue Schuhe und deshalb gehen wir jetzt ins Einkaufszentrum. Oma, bitte zwing mich nicht dazu. Nicht mit dir ins Einkaufszentrum. Dann werde ich sowieso später im Taschenladen landen. Julian, ich glaube, das wird nichts. Wir gehen dann besser allein auf den Spielplatz. Na gut, Kinder, dann viel Spaß. Und Julian, wir müssen uns wirklich beeilen. Vielleicht machen wir dann noch einen Abstecher in den Taschenladen. Oh nein! Oh, wie kannst du mir das noch antun? Ich dachte, Schule wäre schon schwer und jetzt noch ins Einkaufszentrum. Oh nein! Julian, steh jetzt bitte auf. Wir müssen wirklich los ins Einkaufszentrum. Sonst kommen wir noch zu spät und alle Läden haben zu. Julian, jetzt bitte trink ein bisschen schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. Und du mit deinem Milchshake die ganze Zeit. Wir müssen los. Tut mir leid, Mama. Das ist ein Erdbeermilchshake und den kann ich halt nicht schnell trinken, weil dann kriege ich so Gehirnfrost. Weißt du, das tut weh. Deswegen müssen wir jetzt hier warten. Vielleicht den ganzen Tag. Hey, Julian. Julian, bist du das? Mann, wir haben uns echt ewig nicht gesehen. Hey, Kira, du bist es ja. Ja, stimmt. Wir haben uns voll lange nicht mehr gesehen. Na, was macht das Leben so? Erzähl mal ein bisschen. Und das möglichst ausführlich, bitte. Ich habe Zeit. Julian, nein, du hast keine Zeit. Wir wollen doch die Schuhe kaufen. Och, Mensch, jetzt trödeln wir die ganze Zeit. Also, bitte beeil dich jetzt. Also, ich habe irgendwie hier ein ganz mulmiges Gefühl heute im Einkaufszentrum. Vielleicht hätten wir hier nicht hinkommen sollen. Und ich hätte dann die ganze Zeit mit dem gleichen Oberteil im Sommer rumlaufen müssen, Mama? Oh nein! Wir mussten hierher. Oh, Kira, tut mir leid, warte mal kurz. Frau Montag, hallo! Guck mal, Mama, da ist unsere neue Lehrerin. Oh, Julian, du willst doch wirklich nur Zeit schinden. Jetzt willst du wieder zu deinen Lehrern, ne? Eben gerade wolltest du sie nicht sehen. Also, bitte beeil dich jetzt, Maren. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Hallo, hey, Sie sind doch Frau Montag, oder nicht? Und... irgendwas schön. Sie sehen irgendwie ein bisschen anders aus. Du bist doch dieser Julian. Oh nein. Ja, und Sie, Frau Montag. Aber irgendwas passt doch da nicht. Hey, warten Sie mal. Sie waren doch eben noch schwanger und... das ist jetzt Ihr Kind? Das ging aber schnell. Also ich war nicht so groß. Mama, können wir jetzt bitte weiter, Mann? Wow, und du kannst ja schon reden. Also ich habe dafür ein paar Jahre gebraucht. Bist du ein Genie oder so? Julian, oh Mann, ich hätte in Playboy Country bleiben sollen. Oh Gott. Julian, kannst du jetzt mal bitte deine Lehrerin in Ruhe lassen? Aber Mama, verstehst du das nicht? Die war vor einer Stunde noch so richtig schwanger mit so einem richtig dicken Bauch. Und guck mal, jetzt ist der Bauch weg und sie hat schon das Kind bekommen und das kann reden. Das ist ein Genie. Julian, ich glaube nicht, dass das so einfach klappt. Und naja, außergewöhnlich ist es irgendwie schon. Oh ja, aber sowas von. Oh, ich bin hier wirklich nicht mehr sicher. Maren, wir müssen hier schnell weg. Nicht, dass mich auch noch andere Leute sehen. Es reicht schon, dass dieser Julian mich gesehen hat. Oh Mann, Mama, jedes Mal das Gleiche mit dir. Dann hauen wir jetzt ab und dann bestelle ich das eben online. Ja, beeilen wir uns, oder? Oh nein, oh Gott, was machen die denn da? Muss das sein? Schatz, ich will mir doch ganz kurz nur dieses Spiel kaufen. Also, auf der Schule spielt es jeder, okay? Nicht die Lehrer, sondern die Schüler. Aber ich muss es haben, um die Schüler zu verstehen. Ja, um die Kinder zu verstehen. Nur deswegen. Na gut, dann willst du wahrscheinlich nur die Kinder wieder beeindrucken. Wir sollten jetzt wirklich gehen, mein Rücken tut weh. Ja, versprochen, gleich, wir müssen hier... warte mal, ist das nicht... das ist doch Frau Montag, oder? Ja, das ist sie. Wahrscheinlich ist sie gerade dabei, neue Babyklamotten zu shoppen. Moment mal, träume ich gerade, aber Sie sind doch gar nicht mehr schwanger. Oh, Herr Frau Chillig, Sie hier. Hallo, Herr Chillig. Und ich bin nicht schwanger, ja? Komischer Zufall, oder? Frau Chillig, also Frau Montag, das scheint eine ganz besondere Person zu sein, weil gucken Sie sich das mal an. Die war eben noch schwanger und jetzt hat sie ein Kind. Und wie groß das Kind schon ist und es kann schon sprechen. Julian, ich glaube, das verstehst du noch nicht so ganz. Frau Montag, können Sie mir mal bitte erklären, was hier eigentlich los ist? Also, wie soll ich das jetzt denn erklären? Also, ja, ich bin nicht schwanger. Sie haben es richtig erfasst. Nicht? Julian, können wir jetzt bitte gehen? Ich meine, das ist kein Gespräch, was wir jetzt mithören sollen. Und außerdem brauchst du neue Schuhe. Und ob ich das mithören muss? Also, ich bin als erstes der Klassensprecher. Und zweitens, wollen wir jetzt alle vergessen, dass hier einfach hier so ein Kind geboren ist, was einfach schon reden kann? Ja, also es tut mir ja leid, Frau Chillig. Also, ich habe das nur vorgetäuscht, weil ich dachte, dann würde ich leichter an diesen Lehrerjob kommen. Also, das ist ja wirklich unfassbar. Max, hast du das mitbekommen, was Marion Montag gemacht hat? Sie hat einfach ihre Schwangerschaft vorgetäuscht. Also, dann ist ja klar, dass sie den Lehrerjob sowas von verloren hat. Also, tut mir leid. Das geht mal gar nicht. Also, es tut mir wirklich so leid. Also, ich weiß nicht, ich suche seit Jahren einen Job und irgendwie klappt das immer alles nicht. Und ich dachte, also mit der Masche würde ich den Job vielleicht bekommen. Und das kam mir auch gut bei Ihnen an. Und Sie waren so nett zu mir. So wie es aussieht, war ich ein bisschen zu nett zu Ihnen. Ich meine, Sie haben das einfach schamlos ausgenutzt. So die ganzen Muttergefühle, die ich dann auch hatte. Und ich dachte, wir sitzen im selben Boot. Aber Frau Chillig, also ich verstehe Sie sehr gut. Ich war ja schon mal schwanger. Das hier ist meine Tochter. Also das war schon ein paar Jahre alt, aber naja. Max, also ich meine, das ist die absolute Höhe. Und ich habe mich auch noch für Sie so eingesetzt. Naja, ich denke, den Job bekommen Sie jetzt nicht. Oh, diese Lügerei immer. Frau Montag, also es ist schon klar, dass Sie bei uns in der Schule jetzt erstmal nicht arbeiten können oder überhaupt nicht. Also sowas geht gar nicht. Einfach meine Frau anlügen. Also gut, das tue ich hier und da auch, aber das hat was anderes, das hat mit was anderem zu tun. Also das geht gar nicht.
Marien, komm, wir gehen lieber. Also, ich glaube, sowas mache ich nie wieder. Das war echt ein Fehler. Also, ich muss schon sagen, ich verstehe das immer noch nicht. Wie kannst du einfach so reden? Ich habe dafür Jahre gebraucht. Hast du irgendeinen speziellen Arzt oder so? Julian, jetzt reicht's aber wirklich. Du brauchst neue Schuhe und ich eine neue Tasche. Okay, was? Wir sind nur wegen der Tasche hier. Aber Schuhe kriegst du auch, wirklich. Julian, ich habe was mit dir zu besprechen. Diesen Kodex, diesen Geschwisterkodex, den gibt's so gar nicht. Und ich hätte mich auch nicht in Seehund verwandelt. Das ist alles Quatsch. Wow, oh mein Gott, Applaus, Applaus für Emma. Ist klar, dass du dich nicht in Seehund verwandelst. Das war doch nur, ich habe dich doch nur veräppelt, habe ich doch gesagt. Aber warum machst du sowas? Du bist doch mein Bruder, wir müssen doch zusammenhalten. Aber ich bin zu Hause. Ich bin für einen neuen Geschwisterkodex, du darfst mich nicht mehr veräppeln. Na, aha, alles klar. Spielplatz oder Eis? Oh ja, super, ich will Eis. Bitte. Und, so viel Eis und Spaghetti-Eis und auf dem Spielplatz. Julian, du warst eigentlich gar nicht gemeint, ich meinte nur Emma. Also, wie? Emma, auf den Spielplatz und Eis essen? Was? Aber Mama, das kannst du doch nicht machen. Oh, super, Mama, doch, nur wir beide. Alle deine Kinder. Ist etwa Emma dein Lieblingskind und das ist richtig unfair. Oh, das wird toll, ich freue mich. Nur wir beide, Mama, wir gehen nur zu zweit auf den Spielplatz und in die Eisdiele. Mama, das ist richtig unfair, das weißt du auch. Julian, vielleicht hättest du Emma nicht mit dem Geschwisterkodex veräppeln sollen. Das ist jetzt deine Strafe, du musst zu Hause bleiben. Oh Mann. Aber das war... Ja gut, okay, das war nicht fair, aber oh Mann, an so einem heißen Tag, könnt ihr mir da vielleicht ein Eis mitbringen? Eis könnten wir dir vielleicht mitbringen, das überlege ich mir aber noch. Und Emma, wenn du Lust hast, dann könntest du bestimmt Julians Skateboard auch mitnehmen. Der hat sicherlich nichts dagegen. Oh, das ist ja der absolute Hammer. Das Skateboard nehme ich auf jeden Fall mit. Das geht ja zu weit. Also Strafe hin oder her, aber das ist eine zu heftige Strafe. Oh, also das mit dem Eis verstehe ich noch. Aber mein Skateboard bitte nicht. Ach Julian, denk dran, Geschwisterkodex, du weißt schon. Ach ja, ist ja gut, ist ja gut. Keine Sorge, Julian, ich bringe das schon heile wieder zurück. Oder auch nicht, vielleicht rollt mir das ja in den Teich oder so. Emma? Ach, schon gut. Ich hoffe nur, das Teil kommt wieder heile zurück. Also du musst nicht heile zurückkommen, aber mein Skateboard auf jeden Fall. So, Emma, wollen wir dann los? Ich habe alle Sachen zusammen. Ab auf den Spielplatz und dann in die Eisdiele. Oh, super. Ich hoffe, der Spielplatz ist nicht so voll, dann habe ich alle Sachen für mich alleine und kann tun und lassen, was ich will. Oh, Backe, so viele Leute, da kann ich ja gar nichts machen. Mama, warum müssen denn alle Leute zur selben Zeit hier sein wie wir? Also bei so einem Wetter ist das kein Wunder, dass alle auf dem Spielplatz sind. Du kannst ja mit den anderen Kindern gemeinsam spielen, das ist doch toll. Oh, na gut. So, sonst spiele ich ja immer nur mit Julian und Hannah und jetzt muss ich mir ganz neue Freunde suchen. Emma, die Freundemacherin, ist heute gefragt. Hallo ihr beiden, na? Was sind die denn, die Kleinen? Wie geht's? Wer bist du denn? Ich glaube, du bist ein bisschen zu klein für unseren Freundeskreis. Wir sind alle über 1,40. Okay, ja, das hat nicht gut geklappt. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Mann, ab zum nächsten. Baby. Ich knöpfe jetzt neue Kontakte. Boah, das ist sowas von cool. Das macht richtig Spaß. Ich bin übrigens Emma Vogel und wenn ihr wollt, dann können wir ruhig Freunde sein. Ich habe nichts dagegen. Boah, wer bist du denn jetzt? Hey, du darfst hier nicht drauf. Wir sind jetzt hier drauf. Emma Vogel, habe ich doch gesagt. Oh, diese Babys überall, die denken immer, sie können sich mit den Älteren anfreunden. Gibt's denn nicht ein Mindestalter, so ab 5 Jahren oder so? Mann, oh Mann. Oh, das läuft gar nicht gut für mich. Vielleicht haben die alle schlecht gefrühstückt. Ich weiß nicht, was los ist. Wäre bloß Julian hier, der hätte alle Kinder verscheucht und ich hätte ganz viel Platz zum Spielen. Na gut, letzter Versuch. Kann ich auch mal? Wir können uns auch zusammen hier runterdüsen. Hallo? Hä, hab ich irgendwas gehört? Die Kleine. So klein, irgendwo von da unten habe ich doch ein Geräusch gehört. Hallo, du sollst doch auf mich warten. Na gut, dann musst du es gleich wieder hochbringen, sonst ich bleib hier für immer oben. Ich glaube, Emma bemüht sich wirklich, Freunde zu finden, aber bislang hat sie noch kein Glück. Vielleicht nicht ihr Tag oder vielleicht nicht der Tag der anderen. Also langsam wird mir das hier echt zu bunt. Ich habe keine Lust mehr, ich gehe jetzt nach unten wieder. Das ist ja richtig blöd hier auf dem Spielplatz. Achtung, ich kann nicht sehen. Lass mich durch. Ich muss auch hier durch, ich muss nach unten. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du hier bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du komisches, rothaariges Baby. Hä? Die hatte doch selber rote Haare und die hatte auch das gleiche an wie ich. Ein Pinguinstrandler, den gibt's doch nur einmal. Oh, hallo Ella, wo warst du denn die ganze Zeit, mein Schatz? Ella, du heißt sie aber nicht, ich bin Emma. Und wer bist du überhaupt? Finger weg! Oh, entschuldige bitte. Also ich dachte, du wärst meine kleine Ella. Oh, ihr seht euch aber wirklich tatsächlich sehr, sehr ähnlich und ihr habt ja fast das gleiche an. Das tut mir leid, meine Süße. Ich bin ja wohl unverwechselbar, einzigartig, mich gibt's nur einmal, aber das andere Mädchen sah wirklich fast so aus wie ich. Ella, also Mama, ich muss dir sagen, das war heute gar nichts, das war eine Katastrophe, alle Kinder sind blöd zu mir. Können wir jetzt bitte in die Eisdiele, ich will jetzt mein Eis haben. Ach, Emma, so schnell willst du jetzt schon los, aber hier waren auch noch Kinder in deinem Alter, vielleicht kannst du ja mit denen spielen. Emma.
Ach, du kannst hier bleiben, Mama. Ich gehe schon mal vor. Ich habe keine Lust, mit den anderen zu spielen. Da war auch so ein Mädchen, das sah aus wie ich. Das kann gar nicht sein. Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Auch hier sind ganz viele Leute. Könnt ihr nicht alle zu Hause bleiben? Warum müssen eben alle hier sein, wo ich bin? Ach, Emma, du bist wirklich ulkig. Ich meine, wir sind ja auch hier und wollen unser Eis. Genauso wie die anderen Leute. Die Welt dreht sich nicht nur um dich. Oh, Mama, du musst genau das sagen, was ich sage. Das machen Mütter so bei ihren Kindern. Als hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du einfach sagst, das dreht sich nicht um mich, die Erde. Doch, tut sie wohl. Hm, welches Eis habe ich denn heute mal los? Was ist das denn? Himbeere? Ne, gar nicht mein Fall. Will ich auch gar nicht wissen. Oder Schokolade? Das hatte ich schon länger nicht mehr, aber ich esse das so gerne. Heute auch nicht. Nein, keine Schokolade. Oder so ein schönes Erdbeereis im Becher? Das kann man mit dem Löffel essen, das kleckert nicht. Das ist eigentlich ganz gut. Kann man nicht entscheiden. Hallöchen, herzlich willkommen hier in der Eisdiele. Was darf es denn sein hier für die Kleine? Emma, wir sind dran mit Bestellen. Was soll es denn für dich sein? Zitroneneis, richtig? Was? Zitroneneis? Bah, nein. Mama, du kennst mich gar nicht. Ich esse das nie. Das will ich nicht haben. Also die Kleine, die sieht hier so aus, als hätte sie heute ziemlichen Appetit auf Waldmeister-Eis. Oh, so wie meine Kleine. Waldmeister-Eis, das klingt richtig gut. Ja, Waldmeister-Eis, woher weißt du das? Das ist richtig lecker. Ach, meine kleine Ella, die liebt ja Waldmeister-Eis. Ja, ich liebe Waldmeister. Du auch? Also Emma isst normalerweise nicht so gerne Waldmeister-Eis, aber vielleicht hat sie heute Appetit danach. Naja, also ich kann es manchmal meiner kleinen Ella ansehen und ich kann schwören, ihre Tochter hatte genau den gleichen Gesichtsausdruck wie meine Tochter, wenn sie Waldmeister-Eis haben möchte. Oh, deine Mama, die weiß ganz viel über mich. Ja. Keine Ahnung, aber die kennt mich doch gar nicht. Und du siehst auch aus wie ich. Du siehst aus wie ich? Oh, das kann eigentlich nicht sein. Nein, oh, kann das doch sein? Vielleicht sind wir, das gibt's doch nicht, Geschwister? So, wenn ich das richtig gehört habe, das ist hier jetzt, das sind die letzten Kugel Waldmeister-Eis. Wer möchte es denn haben? Waldmeister, das ist für mich! Das ist ja ein Zufall, die möchten wirklich beide gleichzeitig das gleiche Eis. Oh. Also, wenn man uns nicht kennen würde, würde man eigentlich sagen, wir wären eine Familie. Die sind ja wie Geschwister und schon wie sie aussehen. Also, mir wird das hier gerade ein bisschen zu viel. Mama, komm mal ganz kurz, wir müssen reden. Emma, wolltest du nicht eigentlich dein Waldmeister-Eis haben? Wo soll ich denn hinkommen? Also, Mama, kann es sein, dass du mir irgendwas verheimlichst? Kann es nicht auch sein, dass du gar nicht meine richtige Mutter bist? Weil die andere Frau, die weiß ganz viel über mich und du weißt überhaupt nichts. Ach, Emmalein, das hat genauso angefangen mit Julian auch und Julius damals. Nein, du hast keine anderen Geschwister und er auch nicht. Du gehörst zur Familie Vogel. Ach, wie soll ich dir das erklären? Ich war mit dir schwanger, ich weiß das, ich bin deine Mutter. Mama, ich kauf dir das nicht ab. Du musst dir schon was Besseres einfallen lassen. Du Mama, also wenn es jetzt hier so voll ist, wollen wir nicht dann erst Suppe essen und dann später Eis? Ach, meine kleine Ella. Ja, natürlich. Erst die Hauptmahlzeit, die Suppe und dann den Nachtisch, das Eis, richtig? Ja, Nachtisch, den isst man erst immer nach dem Essen. Genau. Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Hat sie gerade gesagt, sie will erst die Suppe essen und dann das Eis? Sie kann auf gar keinen Fall mit mir verwandt sein. Eis kann man niemals abschlagen. Mama, schon gut, ich glaub dir, dass ich zur Familie Vogel gehöre, hat sich erledigt. Emma, das war jetzt ein Beweis für dich? Also, dass sie erst Suppe essen will und dann Eis? Also, manchmal verstehe ich dich nicht. Okay, wenn das reicht, gut. Ja, das kann gar nicht sein, weil jemand, der mit mir verwandt ist, der würde immer das Eis nehmen. Suppe, sowas wird auch keiner essen. Ach, eigentlich hätte ich jetzt gesagt typisch Julian, aber in dem Fall typisch Emma. Was ist denn mit ihr los? Oh Mann, das ist sowas von heiß hier. Alles klebt an mir, das ist ja echt ekelhaft. Es ist kaum auszuhalten in dieser Kita, dabei ist es noch gar nicht Sommer. Also mir reicht es jetzt langsam, ihr mit eurer Körperwärme. Also ich wäre jetzt lieber alleine. Ja, ich glaube auch, du solltest gehen, dann haben wir hier viel mehr Platz. Oh, diese Kita braucht dringend eine Klimaanlage, aber das kann man wohl von so einem Laden hier nicht erwarten. Kinder, ich merke schon, ihr kommt an eure Grenzen. Wie wär's denn mit einem Eis, Ja! Eis. Also so lässt sich das schon einigermaßen aushalten. War eine gute Idee, Brigitte. Brigitte, wenn wir mit dem Eis fertig sind, können wir dann nach draußen gehen. Da ist es bestimmt viel besser. Clara, das ist eine gute Idee. Das sollten wir machen. Das Wetter ist wirklich toll. Ja, und der Maurice, der kann ja da bestimmt auch raus, oder? Dem wird das da bestimmt auch gefallen. Das ist wirklich lieb von dir, Malik, dass du dich um Maurice sorgst. Ich werde mal draußen gucken, ob alles soweit vorbereitet ist zum Spielen. Du sag mal, Isabel, warum hast du eigentlich keinen Hut auf? Emma, das schadet meiner Frisur. Also sowas Lächerliches setze ich mir nicht auf. Aber Isabel, das solltest du auf jeden Fall. Man muss sich vor der Sonne schützen. Und Malik, der hat heute seinen Hut vergessen. Der hat also eine bessere Ausrede als du. Hey Maurice, sag mal, willst du den ganzen Tag hier im Sandkasten liegen? Das ist aber nicht gut. Du hast schon ganz viel in den Ohren.
Setz dich mal hin, dann kannst du mit uns spielen. Sam, hast du auch den Jonut vergessen? Marie, setz dich doch hin! Malik, was soll das denn werden? Was machst du denn da? Ich glaube, der Maurice, der muss noch ein bisschen wachsen. Ja, der bekommt jetzt Wasser wie so Pflanzen. Die werden dann auch immer größer. Malik, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber naja, wir werden es gleich sehen. Oh, auf so eine blöde Idee muss man erstmal kommen. Also ich glaube, ich habe in dieser Kita-Gruppe nichts zu suchen. Malik, lass das mal besser. Was machst du denn da? Du musst doch den Maurice nicht nass machen. Ja, tut mir leid. Ich dachte, das ist wie so bei Pflanzen, dass die dann größer werden. Tut mir leid, hat mir meine Mama gezeigt. Malik, das ist ja wohl wirklich nicht dein Ernst. Willst du uns etwa alle veräppeln? Bin ich die Einzige, die das so sieht, oder findest du auch, Clara, dass Isabel ganz schön einem auf den Geist geht? Komm mal mit, Maurice, wir werden dich mal umziehen. Ich glaube, Malik, der meint das nicht böse, der wusste es nicht besser. Schade, dass das nicht geklappt hat, aber kann ich das mal bei einem von euch testen, hier mit der Gießkanne, bitte? Also, ganz im Ernst, was stimmt mit dir nicht, Malik? Also, du hast in einer Kita-Gruppe nichts zu suchen, du gehörst in eine Krabbelgruppe für Babys. Hey, jetzt werd mal nicht frech, okay? Wenn du böse zu Malik bist, dann bist du auch böse zu mir, ja? Er ist mein Freund, okay? Hast du schon mal einen Zaubertrick gesehen, Isabel? Wir werden dich verschwinden lassen. Okay, und ich muss nichts machen, außer mich hier hinzulegen? Ja, so sieht's aus. Der Sandkasten wird dich fressen. Mhm. Okay, so wie es aussieht, ist Isabel verschwunden. Und jetzt sollten wir reingehen und die Story Brigitte beibringen, weil ich glaube, die wird es kaum fassen, was passiert ist. Na Kinder, was ist denn los? Gefällt es euch draußen nicht mehr? Warum seid ihr schon wieder drin? Also Isabel, die ist jetzt nach Hause gegangen. Also die wurde von Aliens entführt. Aber ja, die ist doch auch vom Mars, oder? Bitte was? Wie, Isabel wurde von Aliens entführt? Wovon redet ihr, Kinder? Das sollte ich mir mal schleunigst angucken. Kommt mit! Oh Mann, Clara! Brigitte glaubt das wirklich! Das ist doch total der Quatsch! Oh Mann, Erwachsene sind komisch. Genau hier ist es passiert. Also, ja, hier kam das UFO mit den Aliens, sie haben Hallo gesagt und wir haben auch Hallo gesagt und dann war Isabel weg. Aber kommt sie nicht auch vom Mars oder vom Mond? Ja, ich glaube schon. Kinder, das kann ich doch nicht glauben. Wie, was? Isabel ist einfach verschwunden, aber wo ist sie denn hin? Von einem UFO entführt? Das ist doch Quatsch, oder? Nein, ich bin hier unten, also hier drunter unter dem Eimer. Oh Mann, die ist so eine Spielverderberin, jetzt hat sie sich einfach selber verraten. Also das ist wirklich ekelhaft, ich habe überall Sand. Die anderen haben mich eingebuddelt. Ach, Isabel, ich bin froh, dass du wieder zurück bist und nicht von Aliens entführt wurdest. Das war ja auch eine wirklich seltsame Geschichte. Geht's dir gut? So, und jetzt mal zu den Übeltätern. Wer von euch hat sich das ausgedacht und wessen Idee war das überhaupt? Was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das waren die Aliens. Ja. Das ist absolut nicht wahr. Meine Cousine Emma Vogel war das. Die ist nämlich sehr, sehr böse. Aha, ich bin überhaupt nicht böse. Das war nur die Rache, weil du gemein zu Malik warst. Und danke, dass du mich verpetzt hast, Cousinchen. Ach, na gut, Kinder, ihr werdet gleich abgeholt. Gehen wir schnell wieder rein. Und mit deinen Eltern möchte ich gerne noch mal reden, Emma. Wieso das denn? Das geht nicht. Meine Eltern holen mich nicht ab. Ich gehe alleine nach Hause. Haben wir so abgesprochen. Ach, wirklich? Okay. Na dann werde ich sie eben anrufen oder was auch immer. Auf jeden Fall werde ich mit ihnen sprechen. Ach. Oh, voll gut, Malik, dass ich heute allein nach Hause gehen kann nach der Kita. Dann kann sie auch nicht mit meinen Eltern reden und dann gibt's auch keinen Ärger für mich. Perfekt. Ja, dann tschüss. Tschüss, winken wir schön alle. Emma, bist du dir sicher, dass du heute alleine nach Hause gehen willst? Ich meine, ich kann doch zu Hause anrufen. Da kann ich doch jemand abholen oder ich bring dich schnell. Nein, ich bin doch kein Baby mehr. Ich muss auch üben. Wenn ich bald zur Schule gehe, muss ich doch den Weg und so kennen. Dann muss ich auch alleine gehen. Also, keine Sorge. Also, ein bisschen ungutes Gefühl habe ich ja schon. Weiß sie überhaupt den Weg und die Adresse? Sie kann auch nicht mal lesen. Ich hoffe, sie hat sich das eingeprägt. Hallo? Oh, Mama sollte eigentlich die Tür hinten offen lassen. Jetzt hat sie die zugemacht. Da muss ich wohl klingeln. Na, wer stört mich denn jetzt bei meinem Handballspiel? Ich guck mal. Was machst du denn jetzt? Hallo, ich dachte, Mama. Deine Mutter wollte dich aus der Kita abholen. Nein. Ich hatte mit Mama abgesprochen, dass ich alleine komme. Papa, eine neue Frisur oder so? Warst du beim Friseur? Es fällt dir auf? Ja, ich trage dir heute etwas anders. Papa, was gibt's denn zu mampfen? Zeig mal. Ach, ich kenne den Geruch. Nö. Also zur Abwechslung habe ich heute mal Spiegeleier versucht. Also ich habe das ja noch nie wirklich gemacht. Deswegen, ne? Der war gut, Papa. Noch nie Spiegeleier. Spiegeleier gibt's ja wohl fast jeden Tag bei uns. Das ist ja wohl Quatsch. Hä? Wer bist du denn? Papa, hier ist ein Hund im Haus. Das ist ja komisch. Roger, warum bellst du denn? Also den haben wir doch schon seit Jahren. Wie neu. Wie ein Hund seit Jahren? Aber wo sind denn die Katzen? Katzen? Emily, wir haben doch keine Katzen. Wir haben einen Hund. Also, ja? Hat Papa gerade Emily zu mir gesagt? Och Mann, der ist wieder total nicht im Wind. Das muss an den Spiegeleiern liegen. Komm, Roger. Komm mit. Hey, aus dem Weg. Das wird ein Bunnyhop. Julian, was soll das? Stopp! Moment mal, warum hast du so seltsame Klamotten? Liegt das am Wetter und ist das nicht Hannas Fahrrad? Was? Das ist doch kein Oma. Du meinst Oma, Hanna? Nein, das gehört nicht ihr. Das ist ein BMX. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Du kommst immer wieder auf Ideen, Emily.
Schon wieder, Emily, ich verstehe das nicht. Ist das mein richtiger Name und Emma nur mein Spitzname? Aber wie konnten die das all die Jahre vor mir geheim halten? Ich bin ein bisschen verwirrt. Vielleicht kann ich hier was herausfinden. Hey, na, was machst du? Ach, hey, Emily, du kommst gerade recht zur Fütterung. Was ist denn mit Pia passiert? Das ist aber kein Kaninchen, das sind ja Mäuse. Emily, du bist echt ein bisschen seltsam. Also diese Rennmäuse habe ich seit Ewigkeiten und wer soll Pia sein? Also jetzt platzt mir gleich der Kragen. Du bist Hannah. Ich heiße Emma und du hast eigentlich ein Kaninchen, das heißt Pia. Keine Rennmäuse und wir haben auch keinen Hund, wir haben Katzen. Emily, geht's dir gut? Also hast du vielleicht Fieber? Könnte ja vielleicht ein Fiebertraum sein, so komisch wie du bist. Vielleicht gehen wir lieber mal zu Papa, der weiß sicher, was zu tun ist. Ach, kann ich wohl meine Spiegeleier hier das... Wer klingelt da denn da schon wieder? Du Papa, ich glaube, Emily geht's nicht so gut, die fantasiert. Mir geht's gut. Einen Moment, Kinder, ich muss hier kurz was klären an der Tür. Ja, guten Tag, ich habe hier ein Einschreiben für Familie Vogel. Familie Vogel, mit V oder mit F? Ich wusste es doch, mit V. Die wohnen zwei Straßen weiter, das passiert hier öfter. Ach so. Ich würde die gerne mal kennenlernen. Was, Familie Vogel? Die wohnen zwei Straßen weiter? Familie Vogel mit V oder mit F? Ich verstehe nichts mehr. Emily, was ist denn mit dir los? Also, wir sind Familie Vogel mit F, weißt du doch. Hallo, wir sind wieder zurück aus der Kita. Ach du grüne Neune, wer bist du denn? Mama? Kannst du mir das mal bitte erklären, Markus? Wer ist denn dieses Kind? Und das sieht genauso aus wie unsers. Keine Ahnung, Karin, Schatz. Also, träum ich oder was ist hier los? Also, wie es aussieht, habe ich mich, glaube ich, in der Tür geirrt. Das ist auch eine Luxusvilla, aber ich glaube, wir wohnen zwei Straßen weiter. Oh Mann, ist das verwirrend. Ich sollte schleunigst abhauen. Ich glaube, ich habe gerade meine Doppelgängerin gesehen. Und tschüss. Wow, das war gruselig. Oh, ist das herrlich. Einfach mal 5 Minuten nur auf dem Sofa liegen und gar nichts machen. Ach, schön. Ach, war ja klar. Wieder mal jemand an der Tür. Wer mag das wohl sein? Nicht mal eine Sekunde nur für mich. Ach, herrje, Onkel Stefan, nein. Der kommt doch bestimmt wieder, um irgendwas zu reparieren, oder? Ach, hallo Claudia. Guten Tag, grüß dich. Ich hoffe, du wusstest, dass ich komme. Stefan, nein, das wusste ich nicht. Sag nicht, du willst hier wieder irgendwas reparieren. Also ich bin damit nicht einverstanden. Egal, was Julian, Emma oder Hannah sagen. Hast du gehört? Ach, Claudia, nein, nein, ich will nichts reparieren. Siehst du hier irgendwo einen Werkzeugkoffer? Ach, Stefan, da bin ich aber froh. Also, wenn du nicht gerade was reparieren willst, bist du natürlich jederzeit hier herzlich willkommen. Nee, nee, reparieren möchte ich heute nichts. Ich bin wegen Martin hier. Aber ich finde ihn schon selber. Bis nachher. Ach, wenn wir Onkel Stefan nicht hätten, ich wüsste auch nicht, wo wir dann bleiben würden. Er kann einfach alles. Was? Was ist das denn für eine Minecraft-Welt? Oh Mann, und der Laptop, wie laut der ist. Oh, ich hoffe, der kriegt das hin. Oh nein, das Spiel ist abgestürzt und... Oh nein, der Laptop ist, glaube ich, auch kaputt. Oh, der Bildschirm ist schwarz. Oh Mann. Oh, ich glaube, das riecht nach Ärger. Normalerweise ist das doch der Laptop, wo Hannah ihre Hausaufgaben immer macht. Oh, das gibt sowas von Ärger. Der ist jetzt kaputt. Oh, oh, Julian, das wird wirklich ganz schön viel Ärger geben. Du hast den Laptop von Hannah kaputt gemacht. Ich glaube, das muss ich Mama und Papa sagen. Emma, also sowas kannst du doch jetzt nicht machen. Wir sind Geschwister, also du kannst mich doch jetzt nicht verpetzen, oder? Mal überlegen. Na gut, mein Mund ist versiegelt. Ich werde nichts sagen. Fürs Erste. Oh, ich muss mich um diesen Laptop kümmern. Ich habe das Gefühl, Emma wird mich trotzdem irgendwann verpetzen. Oh, wie kriege ich das denn nur hin? Hey Julian, stopp, wo willst du hin? Kann ich jetzt endlich meinen Laptop wieder haben? Tut mir leid, ich muss da jetzt was ganz, ganz Wichtiges machen. Und wenn du jetzt den Laptop nimmst, dann bin ich mein Leben lang sauer auf dich, also bitte nicht. Was? Das Leben lang sauer? Also ich hol mir den Laptop jetzt einfach. Ach, da ist er ja. Und der ist auch ganz schön heiß gelaufen. Naja, ich schnapp ihn mir mal und geh wieder rüber. Hannah, du kannst auf gar keinen Fall den Laptop mit rübernehmen. Der muss da stehen bleiben, weil da Julian lädt da was ganz Wichtiges runter. Hä, warum? Was macht Julian denn da mit dem Laptop? Warum kann ich mir den denn nicht nehmen? Wenn du den nimmst, dann passiert was ganz Schlimmes. Dann wird sich der Laptop selbst zerstören. Ja, genau. Dann leitet er die Selbstzerstörung ein. Oh Mann, das klingt gar nicht gut. Naja, dann komme ich einfach später wieder, wenn das fertig runtergeladen ist. Puh, nochmal Glück gehabt. Oh, das hätte sowas von in die Hose gehen können. Zum Glück hat Hannah nichts gemerkt. Hey, Papa, du musst da unbedingt was... Hallo? Oh, Onkel Stefan, noch besser. Zum Glück bist du da. Ich habe eine Aufgabe für dich. Julian, eine Aufgabe für mich? Was ist denn? Wo klemmt denn der Schuh? Oh, du kommst sofort mit in mein Zimmer, nach oben. Ich muss dir was unbedingt zeigen. Ganz wichtig ist das. Hallo, Julian, ich bin auch noch da, dein Vater, ich kann dir auch helfen bei Sachen, aber gut, Onkel Stefan ist ja da, der kümmert sich ja um alles. Na gut, dann gucke ich das Spiel weiter.
Also Onkel Stefan, das muss heute Schicksal sein, dass du heute bei uns im Haus bist, weil ohne dich, ich glaube, ich würde ziemlich Ärger bekommen. Julian, jetzt aber mal raus mit der Sprache. Was ist denn? Du redest die ganze Zeit um den heißen Brei rum. Oh, guck doch mal, hier ist das Problem. Der Laptop ist kaputt gegangen. Ich kann nichts mehr machen. Und du musst ihn reparieren, bitte, bevor ich mega Ärger bekomme. Ach ja, ich sehe schon. Julian, geh mal bitte in die Garage und hol mir einen Schraubenschlüssel. Ja klar, mach ich. Oh Mann, ich hoffe, er kann es reparieren. Also, wenn das Onkel Stefan hiermit nicht mit hinbekommt, dann weiß ich auch nicht. Das ist eine Wunderwaffe. Junger Mann, wo möchtest du denn eigentlich mit dem Schraubenzieher hin? Was macht ihr da oben eigentlich? Oh, Papa, gut, dass du fragst. Also, ich habe da so ein Spielzeug und das ist irgendwo da hinten in der Ecke, in der Leiste. Und ja, ich krieg das nicht mehr raus und Onkel Stefan ist zum Glück da, der kriegt das hin. Aber Julian, das hätte ich doch auch hinbekommen. Aber mich fragt ja hier keiner. Naja, ob das so wahr ist, gut. Keine Sorge, Julian. Also, gleich haben wir's. Gleich ist der Laptop wieder funktionstüchtig. So, Julian, das war's. Also, ganz vorsichtig beim Aufklappen, nicht zu ruckartig. Wirklich? Onkel Stefan, funktioniert der Laptop jetzt wirklich? Oh Mann, ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde. Du bist ein Held. Mein Held. Hey, Julian, wie sieht's aus? Hast du jetzt das alles runtergeladen und diese Selbstzerstörung verhindert? Oder kann ich den Laptop jetzt haben? Selbstzerstörung? Ja, natürlich. Hier hast du ihn. Und er ist wie im alten Zustand. Es ist nichts passiert, gar nichts. Das hast du nur mir zu verdanken, dass du keinen Ärger gekriegt hast. Ich hab richtig dicht gehalten und hat sogar eine Notlüge. Oh, Emma, vielen Dank, aber tut mir leid, ich habe jetzt kein Geld für dich. Ich kann nur hier Kopf streicheln. Mehr geht heute nicht. Ach, ihr beiden Racker, ihr steckt beide unter einer Decke. Danke, Onkel Stefan. Einer frecher als der andere. Ich hab euch lieb. Also, Onkel Stefan, ich finde, du bist der coolste Erwachsene hier auf der ganzen Welt. Ach, oder ja? Zumindest in Playmobil City. Du kannst alles reparieren, du kannst coole Rutschen bauen. Also, ich wünsche, du wärst mein Papa. Oh ja, mein Papa auch, Onkel Stefan. Du hast doch letztens mir ein großes Zimmer gemacht. Na, leider konnte ich es nicht lange behalten. Also langsam ist auch gut. Also das Spiel ist jetzt schon fast vorbei und Stefan ist immer noch oben. Was treiben die denn da oben eigentlich? Ach, Julian, Emma, das ist wirklich nett, was ihr da alles sagt. Naja, vielleicht wäre ich auch vielleicht mal euer Vater geworden. Ich war ziemlich verschossen in eure Mutter früher. Warte mal, ist das jetzt wirklich wahr? Du warst in Mama verliebt? Oh Mann, ja, genau, in der Teenagerzeit. Bitte was? Ist das jetzt gerade ein schlechter Scherz, Stefan? Du warst mal in Claudia verliebt? Ach ja, eure Mutter war doch mal Schönheitskönigin hier in Playmobil City und ich glaube, da war wirklich jeder an sie verliebt. Naja, ihr beiden, dann geht mal wieder spielen. Ich gehe runter zu eurem Vater, der wird mich sicher schon vermissen. Emma, hast du das gehört? Ja. Also der Onkel Stefan, der könnte ja fast unser Vater sein. Das wäre sowas von cool, vielleicht ist das ja. Ach komm, Martin, wir gehen wieder runter. Ist das Spiel schon vorbei? Nee, oder? Also Stefan, ich glaube, ich habe das eben falsch verstanden, oder? Wir sind doch Freunde, oder nicht? Wie, du warst in Claudia verliebt. Also das hättest du mir doch erzählen können. Wir sind doch Freunde, oder nicht? Martin, früher waren wirklich ganz, ganz viele Jungs in mich verschossen. Ich war immer ein Schönheitskönigin. Alle fanden mich toll. Also mach dir nichts daraus. Das ist 20 Jahre her. Ach Martin, komm, stell dich doch nicht so an. Das ist schon ewig her. Und außerdem, das war doch nichts Ernstes. Du tust ja gerade so, als wäre ich der Vater deiner Kinder. Ja, ich wusste es, Onkel Stefan, oder soll ich eher sagen, Papa! Jetzt, ja, Hanna war letztens so wütend im Klassenzimmer. Wie sollen wir das nur hinbekommen? Sie wird auf jeden Fall erzählen, dass wir ein Paar sind. Ich weiß auch nicht, Max. Das ist einfach zu viel. Das wird mir alles irgendwie ein bisschen viel. Aber Anna... Der neue Job hier an der Schule, dann noch das mit dir, also, das kann ich einfach nicht, ich schaff das nicht. Aber Anna, bitte, ich mag dich doch und vielleicht sogar mehr. Max, du musst das akzeptieren. Ich kann das wirklich nicht. Jetzt mit dem neuen Job. Ich muss mich erstmal hier in die Schule einfinden und mich an die Kinder gewöhnen. Und das jetzt noch mit dir. Und die Kinder wissen davon. Das ist mir einfach zu viel Stress. Ich brauche Zeit. Anna, bitte nicht. Ich werde das hinbekommen. Ich werde das wirklich hinbekommen. Ich bin der Schuldirektor. Das sollte ich noch hinbekommen. Ach, hey, guten Morgen. Ich wollte eigentlich nur das Klassenbuch holen. Aber anscheinend ist hier wieder jemand beschäftigt. Oh, hallo, guten Morgen, Hanna. Ja, natürlich. Ah, sehr vorbildlich, dass du das Klassenbuch holst. Natürlich holst du sie einfach. Hanna, ich wollte mich eigentlich auch nochmal bei dir entschuldigen, also wegen der Sache mit Dave gestern, also du hast wirklich recht, das war einfach ein Fehltritt von mir, es tut mir leid. Das heißt, sie beide werden sich ab jetzt nicht mehr so komisch benehmen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Oder Max, ich denke, wir werden uns doch jetzt zusammenreißen, ja, natürlich, oder? Natürlich. Nicht, dass wir sind, die Kinder uns nochmal erwischen. Ja, natürlich. Oh, dann bin ich echt mal froh, wenn jetzt hier wieder ein bisschen Normalität einkehrt und die Lehrer sich so benehmen wie Lehrer und nicht so albern und komisch. Anna, ich hab was vor. Also ich weiß was jetzt denn? Noch nicht, ob wir der Hanna so vertrauen können. Ich hab irgendwie immer noch Angst, dass das hier die Runde macht. Und deswegen, ich übernehme deine Vertretung jetzt. Ich hab da was vor. Okay. Ich bin so glücklich, dass nicht Mr. Hansen wen anders geküsst hat. Naja, gut, seine Frau, aber noch wen anders, das könnte ich nicht verkraften. So, Kinder, guten Morgen. Ich übernehme heute den Matheunterricht. Frau Zahl, der geht's gerade einfach nicht so gut. Ich mach heute die Vertretung.
Können wir vielleicht nicht raus oder frei bekommen? Also Sie müssen doch jetzt hier nicht den Unterricht übernehmen, Herr Chillig. Also machen Sie ruhig frei. Der Richie. Nein, wir machen natürlich nicht frei. Und ich habe heute was ganz, ganz Tolles vor. Also, letztes, da war ja die Hanna eure Lehrerin. Und das möchte ich heute nochmal wiederholen, aber diesmal gemeinsam. Wieder Hanna, Lehrerin? Hanna, was sagst du dazu? Also, eigentlich hat mir das schon ziemlich viel Spaß gemacht. Oh, Herr Chillig, bitte nicht. Also, sie war letztens sowas von streng. Oh, nein, nein, bitte nicht. Das war der absolute Albtraum. Das sag ich sogar. Ich sehe das genauso. Obwohl Hanna meine beste Freundin ist, soll sie nicht nochmal Lehrerin werden. Da gibt's wieder einen schlimmen Klassenbucheintrag für mich. Ach, Kinder, papalapap, gib doch mal der Hanna eine Chance. Noch eine. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Und die gebe ich dir jetzt auch. Hanna, na, was sagst du dazu? Ja, also ich bin dabei, Herr Chillig, aber ich bin diesmal auch nicht so streng. Sehr gut, sehr gut. Dann starten wir mal mit den Hausaufgaben. Oh, Mann, die ist ja genau wie Herr Chillig. Oh, ob die wohl... Die sind doch bestimmt verwandt, oder? Okay, Hanna, ich setz mich dann hier hin und du kannst ja den Unterricht anleiten, ne? Und wenn irgendwas sein sollte, dann komme ich natürlich dazwischen. Oh Mann, war das eine klasse Idee. Die wird niemals verraten, dass wir ein Liebespaar sind mit der Anna. Alles klar, dann starten wir. Richie, willst du vielleicht anfangen? Boah, ich habe mich doch gar nicht gemeldet, Hanna. Ich verstehe gar nicht, warum du mich dran nimmst. Außerdem, vielleicht habe ich die Hausaufgaben nicht mal, aber ich habe mich nicht gemeldet und das ist das Wichtige. Aber Richie, deine mündliche Mitarbeit. Wow, also langsam wird's gruselig. Die ist ja genauso wie Herr Chillig. Dave, was ist mit dir? Wow, also tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen gruselig. Der dritte Satz nacheinander und das... Oh, das ist mir ein bisschen zu... welche Aufgabe machen wir? Hanna, du machst das wirklich sehr, sehr gut. Also, wir sagen ja tatsächlich genau das Gleiche. Also, ein bisschen komisch ist das schon, aber naja, ich mach mal weiter. Dave, 3a machen wir. Hey, Leute, Ruhe! Ruhe, Dave will vorlesen. Hey Leute, ich glaube, der Herr Chillig, das ist der Vater von Hanna. Die sind ja genau gleich drauf und die sehen sich sogar ähnlich. Ja, stimmt. Die haben die gleiche Haarfarbe, die haben auch ein bisschen ähnliche Klamotten an und die sind sich schon sehr ähnlich. Ich weiß natürlich, dass der Papa von Hanna wer ganz anders ist, aber die könnten verwandt sein. Leute, es ist gut. ich sag's doch. Na, wie ist es mit deinem Vater hier im Klassenzimmer, Hanna? Ach, Richie, das... Wow. Du hast recht, die könnten wirklich verwandt sein. Hanna, bist du sicher, dass das nicht dein Vater ist? Was soll das denn heißen? Hanna, also tut mir leid, da muss ich den anderen schon ein bisschen recht geben. Also das ist jetzt schon ein bisschen gruselig. Ach, Hanna, denk dir nichts dabei. Das ist halt, ne, die wollen halt den Lehrer ärgern ein bisschen, aber wir müssen das kontrollieren. Oh Mann, jetzt macht sich alle über mich lustig. Hanna, ich hab keine chillig, Lust mehr Hanna, drauf. Chillig, Leute. aber ich setz mich wieder hin, ich will keine Lehrerin mehr Gott, sein. Oh nein, nicht schon wieder. Och Mann, das war eine doofe Idee, total peinlich. Hey Hanna, du kannst mir mal verraten, wie es so ist, die Tochter von einem Schuldirektor zu sein? Hanna Chillig ist ja ein cooler Name. Richie, ich heiße Hanna Vogel. Hanna Vogel, das weißt du ganz genau und Herr Chillig ist nicht mein Vater. Du, Hanna, bleib doch bitte ruhig. Willst du nicht vielleicht wieder mit mir Lehrer spielen oder so? Also, das hast du doch relativ gut gemacht, oder nicht? Ich gehe jetzt, Herr Chillig, mir reicht's. Ich habe keine Lust mehr da drauf. Alles ist blöd und sie wollen doch wieder normal sein. Hanna, sie haben doch gesagt, sie werden wieder normal. Aber Hanna, bleib doch hier. Ich muss auf Klo, ich gehe jetzt. Oh Gott. Das darf sie bestimmt jetzt nur, weil sie die Tochter vom Schuldirektor ist, oder? Sonst dürfte sie wahrscheinlich nicht gehen. Ich heiße Hanna Vogel und ich bin nicht die Tochter vom Schulleiter. Mein Papa heißt Martin Vogel und der ist Feuerwehrmann. Oh nein, das ist ja voll nach hinten losgegangen. Oh, toll, ich hoffe, sie plaudert das Geheimnis nicht aus. Oh Gott. Hallo Hanna, wie ist es denn mit Herrn Chillig im Unterricht so? Also mir geht's leider nicht so gut, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ach, lassen Sie mich in Ruhe, Frau Zahl, das ist doch alles wegen Ihnen passiert. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Max, was ist denn passiert? Eben gerade ist mir Hanna entgegengekommen. Ist sie aus dem Klassenraum gestürmt? Ja, das ist voll nach hinten losgegangen. Ich wollte einfach nur, dass es ihr besser geht und dass sie denkt, oh toll, ich glaube, bald war es das hier mit uns. Ach Max, also langsam glaube ich wirklich, dass das keine gute Idee gewesen ist, dass wir uns ineinander verliebt haben. Wir hätten uns niemals kennenlernen sollen. Alles nur wegen Frau Zahl und Herr Chillig, weil die verheimlichen wollen, dass die ein Liebespaar sind. Deswegen lachen mich jetzt alle anderen aus. Die Tochter von Herrn Chillig, so schlimm wäre das nicht, aber mein Papa ist Martin Vogel. Good morning, everybody. Today our topic is love. Also ich habe nichts zu lachen. Wieso ist jetzt das Thema Lachen? Verstehe ich nicht. Oh nein, Ronja, nein, nicht love. Also, es geht um Liebe heute. Oh, hier, I know something. Maybe I love Hanna. For example. Oh Mann, das war ja sowas von klar, dass Philipp wieder mich im Beispielsatz nimmt. Ja, ich hab's verstanden. Das war du nur ein Beispiel. Hanna, das war doch nur ein Beispiel. Also, ich hab gesagt, I love you, Hanna. Aber nur als Beispiel. Aber nein, das war nur ein Beispiel. Ich liebe dich nicht wirklich.
Aber trotzdem. Hanna, ich liebe dich. Something else, you Tessa? Also, wie sagt man das auf Englisch, dass über 100 Jungs in mich verliebt sind? Oh Mann, wie Tessa wieder übertreibt. Über 100 Jungs in sie verliebt? Wer soll das denn sein? Vielleicht in ihr Geld. Also ich glaube das auch nicht, weil sie hat immer richtig schöne Klamotten an, aber ansonsten hat sie auch nichts zu bieten. Charakterlich, Davon abgesehen, Tessa, also ich bin nicht in dich verliebt, damit du Bescheid weißt. Oh ja, ich weiß das schon. Du bist in Hanna verliebt, das weiß ja wohl jeder auf dieser Schule. Aber dieser Junge hier neben mir, also wenn er jetzt da wäre, der ist auch in mich verliebt. Ich weiß zwar nicht, wie er heißt, ich habe noch nie ein Wort mit ihm geredet, aber er würde mir auf jeden Fall sagen, dass er in mich verliebt ist, wenn er jetzt nicht krank wäre. Der in Tessa verliebt? Also, wenn überhaupt, zwingt sie ihn dazu. Heißt das nicht Fall in Love oder sowas? Oder Fell in Love? Exactly. Und eure Aufgabe ist es jetzt heute, einen Liebesbrief auf Englisch zu verfassen. Los, los, Kinder! Frau Blume, also können wir den wirklich an jeden schreiben? Zum Beispiel auch jemanden an die Klasse oder jemanden, den wir kennen oder den wir nicht kennen? Zum Beispiel an eine Hanna oder so? Oh Mann, ist das peinlich. Also Philipp wird immer peinlicher. Ich schäme mich fremd. Philipp, also wir wissen ganz genau, dass es an diese Hanna Vogel hier neben mir gerichtet ist, nicht irgendeine Hanna. Oh, Philipp, I'm sorry, but also die ganze Schule weiß, dass du in Hanna verliebt bist. Ja gut, dann schreibe ich halt einen Liebesbrief an jemand anderen. Also vielleicht an eine Hanna. Ja, ich schreibe an eine Hanna. Hm, genau, nicht an Hanna, an Hanna. Das ist eine andere. Mhm, ja, also Hanna, die englische Form von Hanna. Philipp, schreib an wen du willst. And this is the Schulklasse. Ja, yeah, the Schulklasse from our school. It's the fünfte Class. Oh, Kinder, schaut mal, wer da ist. Also ich glaube, das sind die Austauschschüler aus Play New York. Herzlich willkommen. That's very kind, nett von euch. So, kids, come on, go ahead and say hello to the other kids. Hello. We are from Play New York. Oh Mann, cool. Ich wusste gar nicht, dass wir Austauschschüler haben. Wurde das irgendwo angekündigt? Also nein, das wurde nicht angekündigt. Relativ spontan wurde das entschieden. Und naja, wir müssen ja auch irgendwann nach Play New York. Also wissen aber noch nicht, welche Schüler. Gleichzeitig die Frage, hat vielleicht noch irgendjemand zu Hause Platz? Also noch nicht alle Austauschschüler haben, eine Familie gefunden. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, bei uns ist kein Platz. Tut mir leid. Gut, Philipp, danke. Die Frage ging eigentlich an alle, aber wie sieht's denn aus? Könnt ihr vielleicht mal zu Hause nachfragen? Das wäre super nett. Ja, ich werde zu Hause mal nachfragen, ob wir jemanden aufnehmen können. Alles klar, vielen Dank. Macht das bitte alle zu Hause, Kinder. Okay, let's go to the Pausenhof. Ja, ja. Alright, kids, so let's go to the playground. We will meet the other kids in a few minutes. Oh, das war toll. Also, wie wär's, Kinder, wenn ihr euch mit diesen Kindern anfreundet? Und dann könnt ihr euer Englisch verbessern. Das sind Native Speaker. Also ich weiß ja nicht, was ich davon halten sollte. Wahrscheinlich verliebt sich der ein oder andere Junge von denen in mich. Aber dafür habe ich schon... Ich habe schon so viel um die Ohren mit Jungs. Und ich brauche nie noch mehr. Naja, klar. Also Leute, lass uns los in die Pause. Also ich bin echt froh, dass jetzt endlich Pause ist. Pia, Becky, wie sieht's aus? Werdet ihr eure Eltern fragen, ob ihr einen Austauschschüler aufnehmen könnt? Also ich denke nicht, weil ich habe ja nur mein Kinderzimmer und das werde ich nicht unbedingt teilen wollen. Also nein, mache ich nicht. Oh, ich wäre total dafür. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir wen aufnehmen können, aber unser Haus ist ganz schön klein. Keine Ahnung, wo die dann schlafen sollen. Los, jetzt sag es endlich. Lass mich los. Sag, dass du in mich verliebt bist. Oh, das kannst du vergessen. Nicht schon wieder. Ich bin nicht in dich verliebt oder so. Ich dachte, du wärst eigentlich ziemlich cool drauf. Aber nein, du möchtest mich ja nur ausnutzen, um Hanna neidisch zu machen. Oh, Tessa, du übertreibst es total. Du musst dir niemandem was beweisen. Mann. Ich brauche hier gar nichts beweisen. Das liegt ja wohl auf der Hand. Guck dir doch mal die Herzchen in Daves Augen an. Was? Nein, niemals. Der ist total in mich verschossen. Hanna, du weißt ganz genau, wie ich darüber denke. Ja, Dave, weiß ich doch. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das zwischen uns ist mir viel wichtiger. Also keine Sorgen, Dave. Ich weiß doch, dass du für Tessa keine Gefühle hast. Ja, danke. Also Tessa, du kannst jetzt gehen und du weißt auch, wie meine Gefühle gegenüber dir sind, oder? Ja, Dave, ich weiß das und du weißt doch auch, wie meine Gefühle sind. Also, ich fühle auch so für dich, aber ich will irgendwie, also es ist alles so, so kompliziert. Jetzt fangen die schon wieder damit an. Hin und her mit den beiden, wie bei einem Tennisspiel. Dave, Hanna, Hanna, Dave, wer liebt wen? Oh, guck dir das mal an, jetzt geht das schon wieder los. Hanna und Dave, das nimmt kein Ende. Mann, oh Mann, dieser Spießrutenlauf. Könnt ihr euch jetzt mal langsam entscheiden? Ihr tut so, als ob ihr Freunde seid, aber seid kein Paar, dann seid ihr ein Paar und Freunde. Ach, keine Ahnung, keiner steigt da mehr durch. Entscheidet euch. Ja, genau. Also ich wäre auch dafür, dass da mal ein bisschen Klarheit herrscht. Und ich meine, ich bin ja auch Single, ne? Also, Hanna, hey. Ach ja, ich glaube, wir haben recht. Also, Dave, ich find's eigentlich ganz gut, dass wir momentan einfach Freunde sind. Gute Freunde. Oh, okay.
Ja, ich glaube ich auch. Ja, es ist gut so. Ich meine, in letzter Zeit hatten wir echt wenig Stress und das ist ja, weil wir Freunde sind. Deswegen ist okay. Finde ich auch. Ja, okay. Leute, schaut doch mal her. Dieser Junge hier aus Play New York hat sich direkt über beide Ohren in mich verliebt. Ist das zu glauben? Oh, Tessa, als ob. Du führst ihn doch bestimmt hier nur durch die Schule. Nein, auf gar keinen Fall. So ist das nicht. Schaut mal, was er zu sagen hat. Logan, los, schieß los. Oh, okay, okay. I know what to do. Tessa, ich liebe dich. Na, was habe ich gesagt? Er hat seine Liebe mir gestanden. Und glaubt ihr mir jetzt, dass so viele Jungs in mich verliebt sind? Ich wünschte nur, Hannah würde das zu mir sagen. Aber nein, wir sind ja jetzt Freunde. Also ist das jetzt vorbei, glaube ich. Logan, do you know what you said right now? Yes, I mean, pretty obvious, right? Nice to meet you, Tessa. No, you said, Tessa, I love you in German. What? Are you serious? Are you serious right now? No, I don't love her. Wie kannst du denn jetzt sowas sagen vor den ganzen Leuten no, hier? No, of course not. Jetzt sag schon, dass du mich liebst. Ich hab auch Geld. Ich bin reich. Oh, no, that's disgusting, you know? I don't love you. Maybe I love you, but not right now. I mean, no, I don't love you. Dann halt nicht, dann suche ich mir halt wen anders. Wie wär's denn mit dir? Hast du dich in mich verliebt? Nein, ich kenne dich doch gar nicht. Also bitte, was willst du von mir? Oh Mann, jetzt sag doch einfach, dass du dich in mich verliebt hast. Da kriegst du dafür später ein Fahrrad. Ich habe echt viel Geld, also kein Problem. Hey, hört mal alle zu. Also ich liebe dieses Mädchen richtig. Sie ist meine Traumfrau und... Wo ist jetzt mein Fahrrad? And by the way, I'm Hannah Vogel. And nice to meet you. Und in German, also auf Deutsch heißt das, schön dich kennenzulernen. Oh, okay, I think I know what to do. Hannah, es freut mich, dich kennenzulernen. Was it right? Sehr gut. Oh, cool. I can show you the school if you want to. Oh, that would be great. Sieh sich das mal an. Dave, guck mal. Logan, wie der sich einfach an Hannah ranmacht. Also bitte, wenn das nicht flirten ist, weiß ich auch nicht. Hm? Meinst du? Also ich weiß ja nicht. Vielleicht verstehen die sich einfach. Wobei, wenn ich jetzt Hannah so sehe, so hat sie mit mir auch geflirtet früher. I really like your shirt. It's from New York. Yeah, it's from New York, you know, but I think you can find it here too. So, let's visit the school right now. First of all, I show you the biology room. Was? Wie bitte? Sie führt ihn jetzt rum? Also kann das nicht jemand anderes mal bitte machen? Also ich sag dir, ich glaube, die ist sowas von verliebt in diesen Jungen. Was? Habe ich das gerade laut gesagt? Hallo, hat es denn jetzt hier keiner mitgekriegt? Er ist in mich verliebt, er hat's laut und deutlich gesagt. Ja, und jetzt will ich mein Fahrrad. Los jetzt. Ja, ist ja gut. Also wenn es nach mir geht, hier ist einfach zu viel Liebe in der Luft. Mir wird schon richtig schlecht. Boah, ist nichts für mich. Oh, da bist du ja, Ronja. Dich habe ich gesucht. Herr Grob, was ist denn? Also ich habe nichts gemacht. Die ganzen Kritzeleien auf der Toilette, die sind nicht von mir. Ich habe eine ganz andere Schrift. Ach ja, um die Schrift. Um die Schrift geht es auch. Also ich wollte mal kurz über die Mathearbeit mit dir reden. Was? Wie? Was? Schrift? Mathearbeit? Also wenn Sie meinen, ich hätte mein Heft mit Hannah getauscht, das ist nicht wahr. Now let's go upstairs. I show you our classroom again. Okay, cool. Oh, Hannah, das war wieder so klar. Warum hast du mich verpetzt? Hättest du jetzt nicht einfach das darauf belassen können, dass du eine schlechte Arbeit hattest? Ronja, was ist los? Also, ich habe das niemandem erzählt. Ich war einfach nur überrascht, dass ich so eine schlechte Note hatte. Oh, Hannah, du bist einfach total fies. Oh. Mann, das werde ich dir halb zahlen. This seems to be very mean to you. That's Ronja. She's a kind of bully. What? No, stop it. You know, Hannah, she's a very nice girl, so stop it, right now. Was, hä? Ich verstehe kein Wort. Was willst du denn jetzt von mir? Lass mich in Frieden. No, go away, right now. Aha, also da möchtest du schon selber zugeben, ich habe Hannah nicht erwähnt, aber ich hätte da eine kurze Aufgabe für dich. Können wir vielleicht nochmal die Mathearbeit mit dir durchgehen und vielleicht nochmal kurz schreiben, ob du denn wirklich alle Aufgaben so gut lösen kannst? Okay, ja, ist ja gut, ich gebe es zu. Ich habe das Heft mit dem von Hannah ausgetauscht, aber sie hat doch ihren Namen nicht draufgeschrieben. Also, was kann ich dafür? Oh, du kannst einiges dafür. Naja, Hannah, ich werde das klären und dann gucken wir mal, was für eine Note du tatsächlich hast, ob es wirklich dein Heft war. Okay, danke, Herr Grob. So, everything fine, Hannah? Yes, everything fine. Ronja, sometimes is like that. Boah, ich fand's aber richtig süß, dass er mich gleich verteidigt hat. Dabei kennt er mich doch gar nicht. Mama, ich habe was ganz Wichtiges mit dir zu klären. Also, Herr Grob hat gesagt, ich soll das fragen. Okay, worum geht's denn? Elternsprechtag? Steht ja schon wieder an? Nein, Mama, also, es sind im Moment Austauschschüler aus Play New York bei uns und die haben noch nicht alle eine Familie. Und Herr Grob meinte, ob wir vielleicht jemanden aufnehmen können. Also, ich würde gerne den Logan aufnehmen. Okay, davon höre ich gerade zum ersten Mal. Aber wurde das überhaupt vorher angekündigt? Wie sollen wir das denn jetzt machen? Ich meine, hier ist doch gar kein Platz, Hannah. Was hältst du davon, wenn er bei Julian schläft? Er ist doch auch ein Junge. Ich werde direkt Julian einfach mal fragen. Stopp, Hannah, stopp. Julian ist noch gar nicht da. Und außerdem glaube ich nicht, dass ihm das gefallen würde, wenn jemand Fremdes einfach in seinem Zimmer wohnt.
Ja, perfekt. Genauso bleiben. Das wird ein ganz toller Instagram-Post. Oh, diesen kleinen Hund müssen meine Follower lieben. Er ist einfach so süß. Oh nein, dieses Foto ist verwackelt. Bleibst du wohl stehen? Halt, stehen bleiben. So ein verwackeltes Bild wollen meine Follower doch nicht sehen. Ach Mann. Och, na, klasse. Also, und sowas wollen meine Follower ganz bestimmt nicht sehen. Jetzt habe ich so viel Geld in diesen Hund investiert und sowas. Nein. Und ich dachte, so ein niedlicher Hund macht mich total erfolgreich. Aber das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Also bald geht's ja auch los mit dem Sportcamp, wo ich hin will. Und ich habe gehört, da soll es ein richtig tolles Designer-Outlet geben. Da muss ich dringend shoppen gehen. Oh nein. Wobei, ich habe nur noch 200 Euro. Das wird nichts mit shoppen. Ich brauche viel mehr. Vielleicht kann mir ja Nils Geld leihen. Nils? Das war ja klar. Ich meine, wenn man ihn braucht, dann ist er natürlich nicht da. Ob mir wo Isabel Geld borgen kann? Hallo Isabel, ich würde gerne mal mit dir reden. Und zwar geht es um Geld, Finanzen. Oh, Tessa, ich sehe, du hast 200 Euro. Also die könnte ich gut gebrauchen für meinen Trip nach Paris, zu meinem Sprachtrip. Also das Geld, das ist... Gib mal her. Wie bitte? Finger weg von meinem Geld, Isabel. Ich wollte dich gerade fragen, ob du mir noch mehr geben kannst dazu. Nein, Tessa, ich habe kein Geld. Also ich habe mein Taschengeld für diesen Monat leider schon ausgegeben. Oh, wo komme ich denn jetzt an Geld ran? Das war ja sowas von klar, dass sie mir nicht helfen kann. Ach, klasse, ja, genau so sitzen bleiben. Ja, toll. Mutter, könnte ich einmal ganz kurz mit dir über ein sehr wichtiges Thema reden? Ach, Tessa, du siehst doch, dass ich beschäftigt bin, Fotos zu machen für Instagram. Also, was soll denn jetzt so wichtig sein? Ach nein, ich habe noch nicht abgedrückt und jetzt ist der Hund schon wieder weggelaufen. Na, klasse, danke schön. Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du mir für das Designer-Outlet noch ein paar tausend Euro geben kannst. Ich brauche die. Also Tessa, auf was für Ideen du überhaupt kommst? Was meinst du denn? Ich hätte Geld über. Ich habe gerade so viel Geld für diesen Hund ausgegeben. Das ist eine ganz besondere Rasse. Und jetzt bitte stör mich nicht weiter. Ich habe hier wichtige Sachen zu erledigen. Oh Mann, Mama kann mir nicht helfen. Wobei, da kommt mir eine Idee. Vielleicht kann mir doch Isabel helfen. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich soll bei Familie Vogel anrufen und so tun, als wäre ich unsere Mutter Maren Schnösel? Ganz genau, du hast das richtig verstanden. Sie sollen Hannah hierher schicken mit Wechselklamotten. Alles klar, wird erledigt. Okay, geht jemand dran? Hallo, hier ist Hannah Vogel. Ach, hallo, Tante Maren. Auf Isabel aufpassen? Um mir ein bisschen Taschengeld zu verdienen? Klasse. Oh, das kommt mir wirklich gut gelegen. Ich wollte mich die Tage mal wieder mit Philipp verabreden zum Eisessen. Und wir wollen auch in den Aquapark. Da brauche ich auf jeden Fall Geld. Und wenn die mir das anbieten, ja, das mache ich. Mama, ich gehe zur Familie Schnösel und pass auf Isabel auf. Ach ja, Mama ist ja gar nicht da. Die ist ja mit Emma unterwegs. Naja, die wird wohl nichts dagegen haben. Ist ja was mit der Familie. Das will sie doch immer so gerne. Dann packe ich mir nur noch die Wechselklamotten ein. Aber für was sind die wohl? Vielleicht, also hat Isabel irgendwas Besonderes mit mir vor? Naja, egal. Hauptsache, ich verdiene mir das nötige Kleingeld. Hab ich alles? Schlüssel und Wechselklamotten? Ja, alles im Rucksack. Dann kann's losgehen. So, du bleibst jetzt genau da sitzen und dann mache ich ein Selfie. Hast du das verstanden? Ach Mensch, guck doch noch mal so süß wie vorhin. Ja, los, genau so. Oh, das gibt es doch nicht. Wer stört mich denn jetzt auch noch? Es klingelt an der Tür. Warum wollen mich ständig alle nerven? Die nehmen wohl alle meinen Job als Influencerin nicht ernst. Och nö, was will die denn hier? Hannah Vogel. Hallo Hannah, ja, was gibt's? Hallo Tante Maren, ich bin hier wegen... Hallo Hannah, du kannst direkt mit mir mitkommen. Mama, lass dich nicht stören. Komm Hannah. Wir werden einfach nach oben gehen, komm. Ach ja, und übrigens, Mama, also der neue Hund von dir, der macht ja gerade ein ziemliches Chaos. Ach, das gibt's doch nicht. Der sollte genau da sitzen bleiben. Warum macht er nie das, was ich will? Obwohl, vielleicht könnte das auch erfolgreich sein. Ich film's einfach mal. Aha, Familie Schnösel hat jetzt also einen Hund? Ist ganz niedlich. Also gut, Hannah, du weißt ja Bescheid. Du sollst heute auf meine kleine Schwester Isabel aufpassen. Und deine Sachen, also deine Tasche, kannst du einfach hier vorne ablegen. Okay, alles klar. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass deine Mama gar nichts davon weiß, aber hatte die mich doch angerufen. Naja, vielleicht ist sie einfach so beschäftigt mit ihrem neuen Hund. Und die 7 Euro, die ihr mir versprochen habt, die bekomme ich dann bestimmt nachher, oder? Ja, Hannah, das Gehalt werden wir dir nach getaner Arbeit aushändigen. Komm bitte hierher, ich möchte jetzt mit dir spielen. Ach, da bist du ja, Isabel. Was wollen wir denn spielen? Spielen. Ich würde gerne dir ein paar Französisch-Vokabeln beibringen, denn ich gehe ja bald in ein Französisch-Camp. Mann, das macht Isabel ja richtig gut. Das wird einige Zeit dauern und ich brauche die Zeit, um meinen Plan umzusetzen. Dann wollen wir doch mal schauen, was Hannah so in ihrer Tasche hat. Hoffentlich hat sie auch an alles gedacht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal dieses hässliche Outfit anziehen werde. Aber naja, das ist das Mittel zum Zweck. Also jetzt sehe ich schon fast aus wie Hannah, aber die Haare stimmen noch überhaupt nicht. Dann kann ich ja die Perücke von Mama tragen. Das ist die Bad Hair Day Perücke, wie sie immer sagt. Ja, damit lässt sich bestimmt arbeiten. Der Farbton, der passt schon mal. Hannah hat ja immer diesen merkwürdigen Zopf.
Ich versuch das mal nachzumachen. So, ich glaube, ja, hier, die Frisur sitzt. Naja, ob ich jetzt wirklich aussehe wie Hannah? Ich sehe eigentlich viel besser aus als Hannah, aber naja, dafür wird es jetzt wohl reichen. So, mein Kleiner, als nächstes gehen wir ins Badezimmer und machen da ein paar schöne Fotos. Hannah, was machst du denn hier bei uns im Badezimmer? Würdest du das wohl mal räumen? Ich habe hier zu tun, für meinen Job. Also meine Verkleidung scheint wirklich gut zu sein. Nicht mal meine eigene Mutter hat gemerkt, dass ich nicht Hannah bin. Ach, ich habe so tolle Ideen. Ich werde dich als nächstes in diese Badewanne setzen. Das wird so süß aussehen. Oh, jetzt muss ich aber los und Mama und ihr neuer Hund, das ist ja kaum auszuhalten. Oh, super, dass Hannah den Schlüssel dabei hatte. So konnte ich ungestört in das Haus kommen. Und jetzt kann ich mich endlich hier auf die Suche nach den ganzen Reichtümern machen. Die müssen hier irgendwo sein. Wo würde wohl die Familie Vogel ihr Bargeld verstecken? Ich brauche das dringend für dieses Designer-Outlet. Hannah, da bist du ja. Ich meine, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Du hast dich einfach aus dem Staub gemacht. Was war denn los? Ich war wirklich nur ganz kurz mit Emma unterwegs und als ich wiedergekommen bin, warst du nicht mehr da. Hättest du nicht wenigstens eine Notiz oder so da lassen können? Oh, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt sind die auch noch hier. Ich dachte, ich wäre alleine. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich werde einfach unauffällig an ihnen vorbeigehen. Das macht Hannah bestimmt auch so. Also, Hannah, alles in Ordnung? Ich meine, bist du mir nicht eine irgendwie Entschuldigung schuldig oder so? Alles in Ordnung? Hannah, ich wollte eigentlich fragen, ob du... Ach, die reagiert gar nicht. Ich wollte spielen. Oh, das ist doch einfach mal gar nicht so schlecht. Ich habe eine Kamera gefunden. Wenn es schon kein Bargeld ist, dann könnte ich die wenigstens verkaufen. Also, Hannah, jetzt sprich mir bitte nochmal nach. Je m'appelle Hannah. Isabel, ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ja, hallo, ja, ich heiße Hannah. Ich hab's verstanden, aber warum willst du mir Französisch beibringen? Ich dachte, ich sollte auf dich aufpassen. Also, wie du dich verhältst, habe ich echt das Gefühl, dass du gut alleine zurechtkommst. Du brauchst überhaupt keinen Babysitter. Hannah, würdest du wohl bitte hier bleiben? Also, das ist so vereinbart und du willst ja wohl auch dein Gehalt bekommen. Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Du hast mir jetzt seit einer Stunde oder seit zwei irgendwas auf Französisch ins Ohr geredet. Hannah, du wirst hier bleiben. Definitiv wirst du hier bleiben. Nee, Isabel, wirklich, tut mir leid. Also, ich gehe jetzt. Ich habe echt was Besseres zu tun. Ich habe Ferien. Aber wo ist denn mein Rucksack? Den hatte ich doch hier hingelegt. Komisch. Ach, ja, das ist ein ganz tolles Motiv. Super, ja, ja, ja. Oh, ist der nicht zuckersüß? Also, wenn der nicht ganz viele Klicks bekommt. Tante Maren, wo ist denn eigentlich Tessa? Ja, hier sitzen bleiben. Stopp, stopp, stopp. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Mein Rucksack ist nicht da. Tessa ist nicht da. Tante Maren ignoriert mich. Ich glaube, ich gehe nach Hause und schau mal, was da los ist. Hannah, was ist denn los? Ich meine, habe ich dir irgendwas getan? Muss denn diese kleine Emma jetzt schon wieder rumnerven? Ich bin gerade auf der Suche nach weiteren Wertgegenständen. Also, wenn du dir das nochmal anders überlegst mit dem Spielen, ich bin dann unten. Du weißt ja, wie du mich findest, sonst kannst du auch rufen. Oh, endlich ist dieser kleine Störenfried weg. Oh, was habe ich denn da? Das scheint mir ein Versteck zu sein. Oh nee, das kann doch wirklich jetzt nicht wahr sein. Das sind 6 Euro, das ist viel zu wenig. Was soll ich denn damit? Hey Leute, ich bin wieder da. Oh nein, das kann doch wirklich jetzt nicht wahr sein. Hannah ist wieder zurück, aber Isabel sollte sie doch festhalten. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich muss sie jetzt am besten einfach aus dem Fenster rausklettern. Die rufen sonst noch die Polizei. Oh, mit dieser Kamera kann ich einfach nicht runterklettern. Ich muss mich irgendwie festhalten. Naja, dann muss sie jetzt wohl hierbleiben. Oh. Oh Mann, das war echt kein guter Plan. Und jetzt habe ich mir, glaube ich, auch noch den Fuß verstaucht. Ach nee, Hannah, na, sprichst du jetzt wieder mit mir, oder? Was meinst du, Mama? Also, ich bin doch gerade erst reingekommen. Ich war bei Familie Schnösel. Ach ja, tut mir leid, hatte ich dir nicht Bescheid gesagt. Aber ich sollte auf Isabel aufpassen. Ah, Hannah, da bist du ja. Bist du jetzt hier, um mit mir zu spielen? So wie vorhin, als ich dich gefragt habe? Vorhin warst du doch gar nicht da. Also, ich bin doch gerade erst reingekommen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wie, was? Wenn du gerade erst reingekommen bist, wer ist denn die Person da oben? Da kann eigentlich nur Tessa dahinter stecken. Tessa, bist du hier irgendwo? Oh, und sie war an meinem Geheimversteck, aber alles ist noch da. Soll das jetzt wirklich wahr sein, dass Tessa sich hier als Hannah reingeschlichen hat? Ich verstehe überhaupt nichts. Also irgendwie verstehe ich den Plan von Tessa nicht, was das alles sollte, aber naja, typisch Schnösel. Guten Morgen, Hannah. Stehst du auf? Bist du schon wach? Oh ja, Mama, ich bin schon wach, aber noch so müde. Ich bleib noch 5 Minuten liegen. Alles klar, na gut, noch ein paar Minütchen, ne? Aber ich mach schon mal Frühstück, nicht wieder einschlafen. Oh, dass es den Kindern immer so schwerfällt, aus den Federn morgens zu kommen. Ich muss jetzt auch noch Julian und Emma wecken. Oh, was sehe ich denn da? Das ist ja eine absolute Katastrophe. Na, wie konntest du nur? Emma, tut mir leid, aber ich weiß echt nicht, was du meinst. Was konnte ich? Weil ich jetzt irgendwie noch ein paar Minuten länger liegen geblieben bin, oder was meinst du? Nein, ich meine, weil du wieder deine alten Klamotten an hast. Du wurdest doch umgestylt bei der Girlie-WG. Warum hast du jetzt wieder deine anderen Sachen an? Na Emma, weil ich mein Pferdeshirt total gerne mag. Nur weil die mich umgestylt haben, heißt das doch nicht, dass ich jetzt immer so rumlaufen muss. Mama, was sagst du denn eigentlich dazu? Das geht doch nicht. Das kann die doch nicht einfach machen.
Hanna, ich fand eigentlich das Outfit, was du bei der Girlie-WG bekommen hast, wirklich süß. Das kannst du gerne in der Schule tragen. Du musst nicht immer das Pferdet-T-Shirt anziehen. Hm, okay. Meint ihr? Also, meint ich soll das neue Outfit anziehen? Ja! Na gut, ihr habt mich überredet. Noch die grüne Schleife in die Haare. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich bin schon unglaublich gespannt, wie wohl Pia und Becky und Philipp reagieren werden, wenn die mich sehen. So, da bin ich. Und ich habe mein neues Oberteil an und die neue Hose und die neuen Schuhe. Und ihr meint jetzt wirklich, das sieht so gut aus, dass ich damit zur Schule gehen kann? Ja, auf jeden Fall. Ich find's richtig cool. Mal was anderes. Auch die Haarspange steht dir sehr gut. Das kann ich wirklich nur bestätigen. Die haben ja echt was Schickes ausgesucht. Steht dir wirklich fabelhaft, Hanna. Na gut, wenn ihr meint. Ich muss dann aber auch direkt los. Das hat jetzt so lange gedauert mit dem Umziehen, dass ich direkt zur Schule muss, sonst komme ich zu spät. Jetzt bin ich fast ein bisschen nervös. Was sagen die anderen wohl? Du, Becky, sag mal, wollen wir schon mal nach oben dann? Weil Hanna ist ja auch schon einfach vorgegangen. Pia, also ich kann auch sonst alleine mit dem Fahrstuhl fahren. Ich wollte nur noch auf Ricardo warten. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen heute. Ach so, ja, da hinten ist er doch schon. Ricardo! Hey, morgen, Becky. Na, alles klar? Hey, Ricardo, ich habe schon hier auf dich gewartet. Oh Mann, diese beiden Turteltäubchen. Hey, Pia! Oh Mann, hast du mich erschreckt? Kennen wir uns? Was tickst du mich einfach an? Hey, Pia, ist das jetzt dein Ernst, ob wir uns kennen? Natürlich kennen wir uns. Ich bin's doch, Hanna. Hä, was? Aber du bist doch eben gerade schon nach oben gegangen und... Übrigens, hattest du da was anderes an? Ist irgendwas passiert? Ach Quatsch, ich bin überhaupt nicht nach oben gegangen. Und was anderes an hatte ich auch nicht. Das ist mein neues Outfit von der Girlie-WG. Also ich find's echt total seltsam. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Ich meine, du hattest dieses Pferdeshirt wie immer an. Ach Quatsch, das stimmt nicht. Hanna, ich bin doch nicht blöd. Das habe ich mir nicht eingebildet. Ich habe doch keine Tomaten auf den Augen. Becky, jetzt sag du doch mal was dazu. Hanna ist doch eben gerade hier schon lang gegangen. Die ist doch schon oben im Klassenraum. Wollt ihr jetzt behaupten, dass ich nicht Hanna bin? Natürlich bin ich Hanna. Doch, wir glauben, dass du Hanna bist. Ich meine, doch. Na toll. Und keiner hat was zu meinem neuen Outfit gesagt. Wisst ihr was? Dann gehe ich wirklich schon mal vor. Also ich kapiere es echt nicht. Das ist doch nicht unsere Schuld. Ich meine, was können wir denn dafür, wenn sie hier schon lang gegangen ist und sich dann umgezogen hat? Ich kapiere das nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber vielleicht ist das wieder so ein Ding von Hanna. Die ist manchmal morgens echt schräg drauf. Ich möchte euer Gespräch ungern unterbrechen, aber wir müssen jetzt in den Unterricht. Das hat, glaube ich, schon geklingelt. Ach ja, stimmt. Hey, Philipp, guten Morgen. Überraschung. Hanna? Wie? Ich habe dich doch eben schon gesehen. Überraschung? Ich verstehe gerade gar nichts. Wie siehst du denn aus? Also, ich habe dich noch nicht gesehen, Philipp. Und ich habe ein neues Outfit. Das ist Hanna, von der Girlie-WG. Alles in Ordnung bei dir? Na, egal. Also, ich finde dein Outfit aber gar nicht so schlecht. Lass dich mal drücken erst. Naja, ich gehe schon mal wieder in die Klasse. Ja, aber irgendwie komisch ist das schon. Also, wem habe ich denn eben dann einen Kuss gegeben, wenn das nicht Hanna ist? Oh Gott. Also, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass du nochmal sowas wie einen Modegeschmack entwickelst. Aber gut, dass du auf mich gehört hast, Cousinchen. Tessa, was meinst du? Also, ich habe bestimmt nicht auf dich gehört. Das habe ich von der Girlie-WG. Das ist mir vollkommen egal, wo du das her hast. Ich sag nur, besser als das Pferdeshirt. Alle Male, das musst du wirklich im Schrank lassen oder wegwerfen. Irgendwie hätte ich mir meinen Auftritt hier mit meinem neuen Oberteil oder meinem neuen Style ein bisschen anders vorgestellt. Die waren alle total komisch. Also es muss daran liegen, dass sie doch irgendwie verwirrt ist. Hanna, du hast doch irgendwas. Ist alles in Ordnung? Hast du Fieber oder so? Mit mir ist alles in Ordnung. Ihr seid alle so komisch heute. Guten Morgen, liebe Kinder. Jetzt kommt das beste Ding am Tag und zwar Matheunterricht. Oh, wie ich sehen kann, haben wir eine neue Schülerin hier in der ersten Reihe. Weißt du, das ist normalerweise Hanna Vogelsplatz. Jetzt reicht's mir aber. Mann, ich sehe doch nicht so anders aus als sonst. Nur weil ich was anderes anhab. Ich bin Hanna Vogel. Ach, das war doch nur ein Spaß, Hanna. Die ist aber schlecht drauf heute Morgen. Oh Mann, klasse. Der Plan ist richtig gut aufgegangen. Alle haben mir abgekauft, dass ich Hanna Vogel bin. Dann werde ich jetzt mal schnell das Schulgelände verlassen. Oh Mann, so ein guter Prank. Oh Mann, dass wir nicht schon eher auf die Idee gekommen sind. So können wir uns jetzt unbemerkt in die Schule schleichen. Ja, zumindest einer von uns. Hier ist dieses Pferdeshirt, was du anziehen musst. Hat ein bisschen gedauert, war gar nicht so einfach, das aufzutreiben. Ist nämlich schon aus der Saison gekommen. Und, wie sehe ich aus? Sehe ich jetzt aus wie Hanna Vogel? Nicht ganz. Sie hat auch immer andere Haare. Du musst einen Zopf tragen. Oh Mann, du siehst wirklich aus wie Hanna Vogel. Was soll das denn heißen? Naja, eigentlich siehst du hübscher aus, aber ich finde, du bist auf jeden Fall eine gute Doppelgängerin. Okay. Oh, und da kommen auch schon die Freundinnen von Hanna. Mal schauen, ob sie es merken. Das ist jetzt die Probe. Hanna, du schon so früh da? Du bist doch sonst immer als letztes hier. Ja, genau. Ich bin Hanna und ich bin heute total früh dran. Und ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Bis später. Was war denn mit ihr los? Normalerweise sind wir doch immer zusammen im Klassenraum. Jetzt läuft sie einfach vor. Keine Ahnung. Hey, morgen... warte doch mal, Hanna, hey! Nein, das ist dieser Philipp. Er wird ja bestimmt merken, dass ich nicht Hanna bin. Hey, du hast deinen guten Morgenkuss vergessen.
Ich muss noch kurz auf Klo. Wir sehen uns dann gleich im Klassenraum. Oh Mann, das war ja total ekelig. Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich mich vielleicht nicht auf diesen Scherz hier eingelassen. Oh, hallo, guten Morgen, Hannah. Na, was gibt's? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Ja, Frau Lieb, also ich werde die Schule hier verlassen. Bitte, was? Wie? Du willst diese Schule hier verlassen? Och, das ist ja wirklich traurig. Ziehst du um? Das geht Sie gar nichts an. Machen Sie bitte die Entlassungspapiere für mich fertig. Oh ja, selbstverständlich. Das kann ich gerne anfertigen für dich. Aber Hannah ist irgendwie überhaupt nicht so, wie ich sie kenne. Nicht so fröhlich, sondern... Ach, das macht ihr... Also setzt ihr bestimmt zu. Dieser Umzug oder so. Hey, Hannah, was ich dir nochmal sagen wollte. Ich meine, ich habe es wirklich schon tausendmal gesagt, aber denkst du manchmal über deinen Modegeschmack nach? Wirklich, dieses Shirt, das geht gar nicht. Ich bin ganz ihrer Meinung. Ich finde auch, dass das überhaupt nicht geht. Und es hat geklappt. Ich werde schnell vom Schulgelände wieder verschwinden. Oh, hey, jetzt mache ich mir ja schon meine Gedanken. Was ist denn mit Hannah los? Ich meine, zu wann soll ich denn die Papiere ausstellen? Geht sie jetzt sofort oder? Ach, ich weiß es nicht. Na ja, gut, gut, Hannah, ich hab's verstanden. Und wenn du keine neue Schülerin bist, dann könntest du ja jetzt die Hausaufgaben vorstellen. Nein, ich bin keine neue Schülerin. Und ja, ich kann die Hausaufgaben vorstellen. Gar kein Problem, ich hab alles. Also der Sache musst du jetzt doch mal auf den Grund gehen. Ich muss ja schließlich das Datum wissen. Ich gehe mal in den Klassenraum und frage. Hallo, klopf, klopf. Hallöchen, Frau Lieb. Oh, Sie sehen wieder toll aus. Wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. Ist denn alles gut bei Ihnen? Bei mir ist alles in Ordnung. Ja, ich bin aber wegen Hannah Vogel hier. Warum sind Sie hier? Wegen Hannah Vogel? Also wegen mir? Was habe ich denn angestellt? Ist es jetzt etwa verboten, nicht das Pferdeshirt anzuhaben, was ich sonst immer anhabe? Nein. Es geht um die Abmeldung von der Schule hier. Dafür bräuchte ich das Datum für die Unterlagen. Abmeldung von der Schule hier? Ich will doch gar nicht die Schule verlassen. Warum muss ich denn jetzt die Schule verlassen? Hannah, du musst die Schule doch nicht verlassen. Das ist auf freiwilliger Basis. Das dachte ich jetzt. Hä? Aber du hattest mir doch vorhin gesagt, du möchtest die Schule verlassen und deshalb würde ich jetzt die Papiere aufsetzen dafür. Nein, Frau Lieb, ich werde auf jeden Fall hierbleiben und ich habe Ihnen das auch nicht gesagt. Ich bleibe in Playmobil City und hier an unserem Gymnasium. Ach, da bin ich ja froh, dann hat sich das Ganze ja erledigt. Aber trotzdem, seltsam ist es wirklich. Also, wie kommt sie denn darauf? Oh Mann, es hat alles gut geklappt. Ja, richtig gut. Alle haben mir abgenommen, dass ich Hannah Vogel bin. Und jetzt muss sie die Schule verlassen. Wären wir doch früher auf diesen Plan gekommen.